Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich habe heute eine Wienerin. Was soll ich sagen? Naja. Fast Wienerin. Wie lange lebst du in Wien? Das ist das 11. Jahr, glaube ich. Ah, doch, auch schon so lang. Okay. Naja, also auf jeden Fall schon wieder. Ich muss langsam mal Leute aus einem anderen Land. Die Leute denken, ich habe hier irgendwie so ein Abo mit Wien. Ne? Also eine sogar, deine ehemalige Lehrerin, reden wir gleich drüber. Genau. Ich bin total happy, dass du Zeit hattest, dass du da bist, dass du heute mit mir über Flöte redest und über alles mögliche andere, was du noch sonst so spielst. Ich verlinke natürlich alles von dir unten, wie immer, in der Infobox und in das, wie heißt das, Shownotes und so weiter. Ich würde aber sagen, du stellst dich einfach selber vor, weil das die Leute meistens besser können als ich. Okay, na dann. Also, ich bin Veronika Vitaskova. Ich komme aus der Slowakei, aus Bratislava. Und ich habe angefangen, also Musik war immer zu Hause irgendwie. Mein Vater hat Gitarre gespielt, mit meiner Mama gesungen. Und er hat in unterschiedliche Bands gespielt, so Mundharmonika, Saxophon, alles, was ihm unter die Hand gekommen ist. Und ich bin als Kleine mit ihm so mitgegangen. Und irgendwie wollte ich auch dann Musik machen und so. Und meine Mutter war der Meinung, ich muss Richtung Schule, dass ich die Noten lerne. Und mein Vater hat gedacht, nein, Konservatorium, nein, das macht dich ja zu einer Konserve, zu einer Dose, dann wirst du nicht kreativ. Er war dagegen, dass ich überhaupt Noten lerne. Ich sollte alles selber mir beibringen, egal mit welchem Instrument. Aber ein großer Streit. Aber dann endlich hat meine Mutter gewonnen und ich bin in eine Musikschule gegangen. Die Lehrerin aber war sehr streng mit mir. Also ich habe Blockflöte angefangen, halbes Jahr. Und sie hat, ich habe zwei, also es war nur so Etüden, so A, A, H, da. Und jedes Mal, wenn ich Fehler gemacht habe, hat sie gesagt, stopp, noch einmal. Oh Gott. Und ich klein, 6-7-Jährige, also ich war gewohnt zu Hause, wenn ich etwas singe und mache falsch, dann komme ich irgendwie rüber und singe weiter, oder? Und so. Und ich habe geweint nach dem Unterricht. Und dann, okay, dann war das vielleicht mit der Musikschule keine gute Idee, spielst du weiter zu Hause. Und wir haben irische Whistles gefunden. Also in einem Geschäft war eine Kassette noch, ein Buch mit den Fingersätzen und eine kleine grüne Tin Whistle. Ich weiß nicht, das war nur ein Exemplar dort und es war so grün, das Kopfstück. Habe ich gedacht, ja, das ist schön, das will ich. Und darauf habe ich dann bis 13 gespielt. Also das ist mein eigentlich Basis. Und dann mit 12, 13, okay, was will ich nach der Volksschule so machen? Gymnasium, ja, Musik ist cool, aber niemand unterrichtet Tin Whistle oder so. Dann bin ich halt schnell so ein schnelles 2,5 Jahre Musikschule gemacht, so fupp. Und gleich in Vorbereitungslehrgang für Konservatorium. Und das ist in Tschechien, Slowakei, das ist etwas zwischen 15 und 21 Jahre. So eine Ausbildung mit Matura plus 2 Jahre ein so Diplomstudium. Mhm. Genau das. Und dann bin ich nach Wien gekommen. Also und halt zur Querflöte mit 13 gewechselt quasi. Witzig. Also alle, die dich jetzt schon kennen, vielleicht kennen einige, die jetzt hier zuhören, dich schon, also die Wiener wahrscheinlich schon, die jetzt hier zuhören, haben dich vielleicht schon entdeckt. Ich habe tatsächlich, weil du hast gerade im Vorgespräch schon zu mir gesagt, du hast mich so angefangen, letztes Jahr Lockdown, wo das so losging, wo ich mit der Maria und der Sandra Stini wahrscheinlich dieses Interview, da war das, ne? Und auch mit der Sabine Walter habe ja mit so ein paar Wiener Flötistinnen sozusagen dann ein Interview gemacht und du hast mich irgendwann mal angeschrieben. Und oder irgendwie reagiert, ich weiß es gar nicht mehr, auf eine Story von mir oder auf einen Post. Und ich habe dann auf deinen Kanal geklickt und war direkt so, wie geil ist das denn? Weil du siehst so erstmal so Flöte im Profilfoto, weißt du, so denkst, okay, ist eine Flötistin, ja, Flötistin aus nichts Neues. Ja, schon wieder Flöten. Flötenpodcast, nee. Ich dachte so, eine Flötistin, okay, und scroll so durch und sehe keine Querflöte. Und war so, was machen die eigentlich? Das war so, also im positivsten Sinne, was macht sie denn? Also wie, und so durchgescrollt, dachte, wie cool. Jetzt, wenn du das so erzählst, macht das natürlich total Sinn, wenn dein Zugang zur Musik eine ganz andere ist, wie die klassische Musikschulzeit mit Querflöte, Blockflöte, Querflöte und so weiter. Aber spannend, also so cool. Das heißt, du konntest irische Flöte schon spielen, bevor du eine Querflöte in der Hand hattest. Ja, und eigentlich
Gut, weil, Glaube weil ich. ich habe nach Ohr gespielt Ja, und wir haben ja. halt dann Kassetten und dann später CDs. Mein Vater hat halt herumgesammelt und es gab so ein Festival in der Slowakei Beltane, das ist die Wende von Frühling in Sommer und da gab es immer Bands und die wurden eingeladen aus der ganzen Welt und dann habe ich auf der Bühne gesehen, da steht eine Frau und sie spielt Whistle auf der Bühne mit einer 10, also 10 Leute, da singt eine, ich kriege sofort Gänsehaut mit 11 Jahren und so, wow. Wow, aber irgendwie, das ist sehr spannend, weil das kommt jetzt alles so zurück. Und dazwischen war so ein nicht dunkle Zeit, eine sehr, sehr helle Zeit, die Uni. Also ich habe da studiert, die Querflöte und so brav. Und alles, also es ist keine dunkle Zeit, es war wunderschön. Ich sag, Düstere Zeit. nur jetzt, wie ich fertig bin, Ja. mehr denke ich an die Zeit, das war immer da und ich habe in Garagenbands gespielt. Dann später mit Geil. Querflöte am den Konservatorium, dazwischen der 15 und 19, Ja. da war ich unterschiedliche Rockbands, wo ich halt reingespuckt habe und so irgendeine billige Ja. tschechoslowakische Amati-Flöte hat reingepustet und es war halt nur lustig und keine Hintergedanken. Ne? Also, und dann war am Vormittag oder während ich an der Uni, in der Institution, dann ist alles ist so. Aber ist unglaublich gut, weil jetzt habe ich so eine Technik, die Ja. ich sonst nie hätte. Also Ja. das kann man, glaube ich, nur mit Klassik kriegen. Absolut, Eine das ist Kontrolle über immer. die Muskeln und alles, das, ich glaube, da geht kein Weg herum. Nee, finde ich auch total wichtig. Also ich finde, man muss nicht unbedingt Mozart-Konzert spielen können. So, das ist jetzt nicht das Hauptziel, was es sein sollte im Studium. Aber was ich finde, im klassischen Studium oder im klassischen Unterricht, auch wenn ich jetzt Schüler ausbilde, ne, die meisten Flötenschüler bei mir spielen keine Klassik. Punkt. Wir brauchen auch nicht darüber zu reden und so tun, als würden alle Etüden üben. Ja? Tun sie nicht. Die meisten Schüler wollen Filmmusik, Popmusik, Jazz, irgendwie was Modernes machen. Oder ich habe tatsächlich eine Flötistin, die unterrichte ich leider nicht mehr, aber es war ein total aufgewecktes Mädchen, die sagte irgendwann, sie findet irische Flötenmusik so toll. Dann bin ich dann auf die Suche nach Noten gegangen für sie, weil sie halt sowas jetzt noch nicht aus dem Stand spielen konnte. Und ich mich da auch mit noch nicht so viel beschäftigt hatte. Und dann habe ich ein bisschen Noten gesucht. Da gibt es ja so ein paar Sachen auf dem Notenmarkt, dass man wenigstens so Duette hat, die halt diesen Klang irgendwie wenigstens widerspiegeln. Ne? Die hat geübt wie die Sau auf einmal. Die hatte da richtig Spaß. Auf einmal hat die ganzen hohen Töne spielen können, weil sie dann gemerkt hat, ich brauche die, um das irgendwie Und das Stück wiederzuspiegeln. zu, ja, für Ja, den umgekehrten Zugang, ja, genau, also. und super spannend. Aber du hast total recht, um das, was wir machen als Profis später, egal was wir dann stilistisch machen, ist auf jeden Fall besser, wenn man einmal durch so ein klassisches Studium gepeitscht wurde. Natürlich, ich bin sehr dankbar und Ja, besser auch, dass in ja. Wien das irgendwie, ich bin halt Slowakin und wir sind in der EU und das Ja. Studio kostet mir nichts. Ich konnte ins Ausland gratis studieren gehen. 60 Kilometer weg also von Bratislava. Das ist unglaublich. Also es gibt diese Studienbeiträge oder so. Sonst, Ja. ich könnte nie im Leben, wo in der Slowakei zahlt man, sage, glaube ich, auch ziemlich viel mehr und so. Ja, das kann ich verstehen. Also das ist auch immer da, vergessen, glaube ich, viele Leute in Europa, was für ein Privileg wir da haben, wenn man sich überlegt, Unglaubliches. was man in Amerika für ein Studium, für ein Musikstudium auch, ist ja jedes Studium kostet da ja. Und ich meine, und das ist die Wiener Musikuni. Das ist ja, Ja. es ist nicht nur so irgendeine. Ja, irgend so ein Drecksladen in Europa. Richtig, Einfach die MDW, ja. also da bin ich sehr Ja. glücklich, dass ich da irgendwie Kann ich reingekommen verstehen. bin. Jetzt ist spannend. Du hast mir das erzählt. Ich wusste das nicht. Du hast mir das geschrieben, als ich das Interview veröffentlicht habe. Du warst bei der Birgit. Ja, ich glaube 2 oder 3 Jahre jetzt. Mein nur Ja. das, also nach dem Bachelor. Also ich war nie beim Erasmus oder so ein Okay. Austauschprogramm, aber ich habe meinen eigenen Erasmus innerhalb von der gleichen Uni gemacht. Ich war am Lol. Anfang, vielleicht kennt man den Hans-Georg Schmeisser. Ja. Ich war mit ihm, ich habe mit ihm Meisterkurse gemacht, schon mit 17 und so, weil Ah, okay. meine, die Lehrerin am Konservatorium, die Marta Braunsteiner war, vielleicht kennen Sie auch einige Leute, sie hat immer gesagt, Kinder, ihr bleibt nicht da, ihr geht irgendwo studieren, ist wurscht, Prag, Brünn, Wien, Raus. Salzburg, raus und Kurse und weil Ja. leider in der Slowakei ist das so, dass es gibt oft irgendeinen Lehrer Ja. und der hat seine Klasse und die Tür ist zu und du darfst nicht zum anderen Lehrer zuhören gehen und so. Also das ist wirklich ein Fürchterlich. leider so, aber Gott sei Dank, es öffnet sich auch langsam und es gibt Internet und Leute sind auch noch frecher als vorher.
Ja. Also vor 10 Jahren waren die 16-Jährigen nicht so frech wie jetzt. Wie heute, also, ja. Genau, dass ich einfach zu anderen Lehrer gehe oder so. Das war vorher so. Und unsere Lehrerin war genau Gegenteil. Einfach raus, geh zu dem, spiel dort vor. Was hat er gesagt? Und kann ich mitgehen? Sie will auch mitschauen. Also ich war beim Hans-Georg Schmeisser 2 Jahre, aber ich habe ihn schon viel länger vorher gekannt. Dann haben wir uns irgendwie ein bisschen gestritten und er hat mir eigentlich gesagt, von dir wird nie was und geh in das IGP. Das war quasi so ein Rauschmeißer. Und dann hat mir der Vorstand, ich weiß nicht, wie das genau heißt, an der Uni, warum würde das jetzt aufhören? Sie sind ja 2 Jahre im Studium. Ja, machen Sie das IGP, aber dann machen Sie weiter Konzertfach. Dann habe ich die Zulassungsprüfung für IGP bestanden und ich habe einen unglaublichen Professor bekommen und das war der Robert Wolf. Ja, von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja. Erste Soloflöte in der Sinfonika und ja. ein Riesenherz. Und das war sein letztes Jahr an der Uni. Ah. Also ich habe bei ihm dann parallel Konzertfach und IGP weitergemacht. Alles, was ich irgendwie im Kopf hatte, das von mir wird nichts. Und so hat er geschmolzen mit in diesem Keller von Konzerthaus in Wien, in kleinem Kammerl, in den Garderoben, hat er mir die schönsten Telemann, dieses Solo-Suiten, das heißt Fantasien, haben wir analysiert und gespielt und das war einfach nur wunderschön und alles, Musik macht Sinn, Musik ist wunderschön, ja, klassische Flöte ist super. Schön. Genau. Und, aber dann nach einem Jahr ist er in die Pension gegangen, hat mir gesagt, such dir gleich jemanden anderen, der dann weiter unterrichtet. Dann habe ich Zulassungsprüfung für Konz gemacht, also MUK, das ist die Privatkonservatorium Universität der Stadt Wien. Da war ich beim Rudolf Kindelhummer, auch unglaublich netter Herr von Volksoper. Und statt dem Wolf ist die Birgit gekommen. Dann hatte ich parallel 2 Kollegen in der Volksoper. Und dann habe ich halt beim Kindelhummer aufgehört, weil nach einem oder 2 Jahren, jetzt mache ich irgendwo endlich etwas fertig. Und dann habe ich bei die Birgit abgeschlossen. Das war auch große Hilfe, weil sie ist sehr zielorientiert und das machst du und jetzt machst du das fertig und du musst deine Priorität setzen und aus. Also ich glaube, wenn ich einen anderen Lehrer hätte, der nicht so hinterher ist, dann, weiß nicht, würde ich so herumschweben und wäre nichts fertig. Also ist alles perfekt gewesen, glaube ich, am Ende. Ja, die Birgit hatte ich, also für alle, die jetzt denken, hä, von wem reden die? Vielleicht die jetzt hier erst einschalten. Die Birgit Ramsel-Gahl habe ich schon interviewt. Sie war die erste, die im Interview hier war. Die ist ganz am Anfang im April gewesen. Also ihr könnt einfach bei YouTube oder bei der Podcast, wo ihr hört, runterscrollen. Hört ihr die Birgit selber. Sie ist Solflötistin in der Volksoper und eben auch Dozentin, Professorin jetzt. War 5 Jahre, glaube ich. 5 Jahre. Oder ich weiß nicht ganz genau. Ich habe sie gerade erwischt. Auch der Wolf habe ich gerade erwischt. Also alle habe ich irgendwie... Einfach Glück gehabt. Ja, krass, also dass du auch so viele Lehrer im Studium hattest, das ist, finde ich... Das ist auch sehr spannend, weil Birgit war ganz anders als ihr Kollege Rudolf Kindelhummer, der ist halt mehrere Jahrzehnte älter. Ja, ja, klar. Und das ist halt die alte Schule und neue und energisch und alt und auch gemütlich und in einer Woche eine Stunde mit dem und dem. Geil. Ja, nee, das ist auch, finde ich super wichtig, dass man zumindest Meisterkurse macht, wenn man jetzt nicht... Lehrerwechsel ständig machen kann, sag ich mal, weil ich finde natürlich von jedem... Oder muss, ja. Weil wenn ich überlege, ich hatte faktisch, also so richtige Lehrer, bei denen ich lange war, nur 3. Und das seit meinem 6. Lebensjahr. Also das ist, ich war immer bei allen sehr lang und habe alles aufgesogen wie ein Schwamm. So. Alles raus, was ich kriegen konnte. Und habe aber dementsprechend dann viele Kurse gemacht, weil ich das einfach total wichtig finde, wie du gerade sagtest, auch deine alte Lehrerin dann so, geht raus, holt euch Input von anderen, weil das ist natürlich auch total biografisch bedingt, wie ein Lehrer oder eine Lehrerin unterrichtet. Egal, ob die eine Professur hat irgendwo oder nicht, sondern jeder hat halt irgendwie einen anderen Fokus, jeder hat einen anderen Schwerpunkt, den er auch beim Unterrichten setzt. Und ein anderes Leben gehabt. Und ein anderes Leben gehabt. So individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind auch die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ja klar. Und manchmal passt es auch einfach nicht, wie vielleicht bei deinem Ersten. Das ist einfach so. Ja, er war unglaublich gut mit der Technik und Atmung und so. Ja. Es war eher so dann persönlich. Ja. Und ist und manchmal. So. Ist manchmal leider so, ne? Viele haben gekannt. Spannend. Dann hätte ich eine Frage, gerade weil du das eben von deiner Kindheit so erzählt hast. Hast du einen ersten Bühnenmoment
Es muss nicht mit der Querflöte gewesen sein, aber einen ersten Bühnenmoment, an den du dich erinnern kannst. Bühnenmoment, Bühnen, wo du auf Bühnen. Der Bühne warst. Kannst du dich da irgendwie erinnern? So erster oder erste Erinnerung, die kommt, wo du also denkst. Jetzt erste, was mir einfällt, ist, ich war 15 und das war jetzt, ich war noch nicht am Konservatorium, aber ganz am Schluss von dieser Musikschule, die ich 2 Jahre gemacht habe. Und ich habe quasi ein Wettbewerb gewonnen für, wer spielt Solo mit der Slowakischen Philharmonie in dem, unserem, in der Redoute, also in unserem großen Konzertsaal. Ja, ja. Und da habe ich halt Andante C-Dur von Mozart gespielt. Schön. Und das kann ich mich schon erinnern, weil da war Dirigent und da waren halt die Profis. Also, aber das war schon erst mit 15. Und sonst so mit meinem Vater auf den Festivals, wenn ich so 11 war. Und wir haben quasi ein Duett gemacht. Spannend. Ja, er hat Gitarre gespielt und ich die Whistles. Und halt, diese irische Musik wird gespielt in Sets. Also man tut 3, 4, 5 Lieder hintereinander und die und geht von einer ins andere und so. Also, so Medley-mäßig quasi. So. Genau, und das war so erstes Mal Bühne groß und Leute hören zu. Spannend. Das vielleicht. Das erklärt einiges. Nee, weil ich finde das so spannend, weil es natürlich auch auf mentaler Ebene es total wichtig ist, was für einen Bezug man zur Bühne hat. Also jetzt mal ganz abgesehen von den Nervensträngen, die der Mensch persönlich hat, ja, weil es ist natürlich auch nochmal unterschiedlich, ob jemand eher nervös ist oder eher denkt, ist mir wurscht. Aber wenn man natürlich positive Erinnerungen hat, die einen auch pushen in so einem Moment und man hat irgendwie eine Erinnerung mit dem Papa, bei mir ist das genauso, werde ich auch irgendwann mal in einem Interview dann, also wenn ich interviewt werde hier in diesem Podcast, werde ich das dann alles mal erzählen, weil das wissen viele ja auch nicht, wie das bei mir so war. Aber ich kann das total verstehen, mein Papa ist auch Musiker und wirklich Musikant auch. Dieses nicht nur klassisch oder wie auch immer irgendwie was runterspielen, sondern wirklich musisch begabt zu sein, wenn man da so positive Energien und Erinnerungen dran knüpft, dann ist so eine Bühne, auch wenn man dann Mozart spielt oder wenn man, keine Ahnung, Reinecke-Konzert spielt, dann ist das nicht mehr so schlimm wie für Leute, die vielleicht mal eine richtig schlechte Erinnerung hatten und so richtig. Ja, aber es ist Bühne und Bühne. Es ist was anderes bei einem Rockkonzert, nur natürlich etwas spielen, wo ich alles und dann Bühne, wo dann Publikum sitzt, wo jede Note achtet und vergleicht und da fühle ich mich schon. Geht dir das auch so, dass wenn du vor Flötisten spielst, dass dir der Arsch auf Grundeis geht? Ja. Ja, ist einfach so. Ja. Aber es hängt vom Mensch ab. Manchen ist mir so, der kennt mich, der weiß, dass ich wie schlecht ich spiele, dass ich jetzt wurscht, was das ist alles, der weiß, was rauskommt. Na, aber es ist schon, besonders bei den Professoren hat man schon so einen Respekt und alles. Ja. Und, aber es ist schön, mit denen zu spielen in einem Orchester. Also ich spiele erste Flöte, ich sitze auf der zweiten und ich noch, oh, so schön, das geht auch. Oh, schön. Ich versuche irgendwie nicht zu stören, mitzumachen. Nicht zu stören. Geil, ja, ich kenne das, ich habe mit meinem Prof mal Aushilfe gespielt. Das war der Hammer. Ich versuche nicht zu stören. Es war geil, der war auf der ersten, ich auf der zweiten. Das war mein geilstes Orchester, Profi-Orchester-Erlebnis. Das werde ich noch meinen Enkeln erzählen, wie ich mal mit meinem eigenen Prof gespielt habe. Und ich muss so lachen die ganze Zeit. Geil. Hast du aus der Klassik, also wenn man jetzt, du hast klassische Flöte studiert, hast du da, ich will jetzt gar nicht Komponist sagen, weil ich das immer so einengend finde, aber hast du da irgendwie eine Epoche oder eine Stilistik, die dir besonders zusagt, wo du sagst, wenn ich klassische Flöte spiele, dann das gerne und das vielleicht nicht so gerne. Ich mag die zeitgenössische Musik viel. Barock ist super, aber ich liebe Mozart zum Beispiel. Also, das ist, und in Wien, wenn man spiele öfter im Wiener Kammerorchester und wenn wir da etwas spielen können und es ist alles so richtig und sauber und jeder macht das Richtige mit. Ja. Und es ist so lüftig und atmet viel, dann ist das ist das Schönste. Ja. Aber so, ich liebe, seit immer habe ich sehr gerne die Sonate von Prokofiev. Das habe ich bei meinem Abschluss dann auch gespielt. Ich einfach. Tolles Stück. Tolles Stück. Ja, das ist spannend, weil ich mittlerweile doch, also ich habe auch viel darüber nachgedacht, als ich dann diese Fragen mir überlegt habe oder auch überhaupt mit über diesen Podcast überlegt habe. Ich dachte, es ist so spannend, dass es da auch so unterschiedliche Schwerpunkte in der eigenen
Präferenz, ne? Referenz gibt und auch in der Vita, so wie man so im Studium, weil ich meine, ab einem bestimmten Punkt hat man mal irgendwie alles gespielt, was standardmäßig im Bachelorstudium oder im Diplomstudiengang gespielt werden muss. Und da gibt es natürlich jemand, der findet eine Poulenc-Sonate schöner als der andere. Das ist einfach die Vorlieben. Aber was sich dann am Ende des Studiums, weil du bist ja jetzt raus, am Ende des Studiums so rauskristallisiert, wo man merkt, okay, das ist voll mein Ding. Ich kann natürlich auch die anderen Sachen spielen. Dafür sind wir ja ausgebildet worden, dass wir das alles können. Aber mein Herz pocht doch irgendwie bei der Sache mehr als bei Doppler. Zum Beispiel. Aber ja. ein guter Doppler auf eine richtige Zeitpunkt am Ende des Konzerts. Auch geil. Da kann man ja keine schwere Sonate hören. Das stimmt. Da hast du auch recht. Aber das meine ich, ne? So, wo man so richtig merkt, mein Herz schlägt für diese Art der Stilistik oder diese Art der Musik wesentlich mehr. Also wenn ich irgendwie, ja, wenn ich Zoomtube von Ian Clark spiele, dann bin ich so voll in meinem Element. Und wenn man mir dann sagt, keine Ahnung, spiel doch mal Kuhlau, dann sitze ich da und denke, ja, na gut. Aber und dann gibt es Flötisten, die können sterben für Kuhlau. Das ist halt. Ja. Genau. Das meine ich. Deswegen finde ich das so spannend, rauszuhören. So, okay, bist du eher so Team Romantik, Schmalztopf, wo man so reingreift und so die Bühne. Ne, oder na, bist eher, du eher nicht, eher nicht. Aber ist wunderschön. Und wenn gerade alles funktioniert und klingt schön, dann ist das ein Erlebnis. Das ist toll, auf jeden Fall. Jetzt die Frage, die muss ich stellen, auch wenn du, wir reden gleich über deine anderen Flöten, aber die Frage muss ich allen stellen, was für eine Flöte spielst du? Was für eine Querflöte spielst du? Also es ist die Muramatsu DS Heavy. Die Heavy-Serie, ja. Mit Haarfuß. Okay. Und das, wie heißt das, Tubasa-Kopfstück. Ja, mhm. Okay. Also das habe ich jetzt. Und ich war immer mit, also Muramatsu, mhm. seitdem ich Wien bin. Muramatsu. Und jetzt öffnet sich das alles. Warum? Und jetzt habe ich vorgestern Holzkopfstücke, Barockkopfstücke bekommen von einem Hersteller aus Israel. Der hat mich auf Instagram gefunden und hat mir das geschickt. Ich muss ein bisschen nachstellen, damit das reinpasst und ein bisschen üben. Klar. Und plötzlich habe ich probiert, den Mozart-Flötenquartett. Der Maxim sagt so, oh, es klingt viel schöner. Also jetzt langsam werde ich auch da offener. Aber vorher habe ich gedacht, nur das, ja, natürlich nur das. Ich kann ja nicht was anderes spielen, das ist die Beste. Ja. Und jetzt habe ich Altflöte von Trevor James und alles ist irgendwie viel mehr, es gibt viel mehr Optionen, als man sich selber gesagt hat, finde ich. Absolut. Das ist, ich meine, ich stelle die Frage natürlich, weil ich weiß, dass sie sowieso kommen wird. Es ist ein bisschen wie bei den Modebloggern, was für eine Hose trägst du, ist bei uns halt so, was für eine Flöte spielst du, ist halt wirklich so. Ne? Also die Flötisten, die interessieren das einfach, was für ein Instrument spielt die Person. Ich bin jetzt überhaupt nicht markengeil, das war ich noch nie. Aber was spielst du? Ich spiele Mehnert. Ich bin komplett... Ah, ja, stimmt. Deutsches Handwerk. Nee, und da kamen auch verschiedene Sachen zustande, warum ich Mehnert spiele, aber mein Prof spielt auch Mehnert und ich habe halt drei Jahre auf seiner alten C-Fuß-Vollsilberflöte Mehnert gespielt, weil meine Flöte war eine Katastrophe. Meine alte Flöte war eine absolute Katastrophe, bautechnisch wie auch klanglich. Und deswegen habe ich dann damals, hat mein Prof gesagt, du spielst da nicht mehr drauf. Der hat selber versucht quasi, wir haben damals in meinem ersten Semester Martin-Ballade bei ihm dann gemacht. Also ich habe ja vorher schon studiert und dann haben wir Martin-Ballade gemacht. Und meine tiefe Lage, es klang alles wie Fußboden. Das war ganz komisch. Und dann hat er gesagt, gib das Instrument. Ja, da hast du mein Instrument und geh, üben und komm zurück in eine Woche. Ja, wirklich, so wie so. Und dann hat er meine Flöte genommen und dann spielt er so. Geht aber sehr schwer hier. Die Klappen nicht richtig runtergekriegt, ne? Und haben wir festgestellt später, das hat dann mein Flötenbauer auch gesagt, als er die dann mal auseinandergebaut hat, hat er gesagt, Alter, hier sind die Kamine einfach schief gebaut. Also einfach schlechtes Instrument, ja? Und ist gar nicht schlimm. Also im Nachhinein, die Flöte hat mich damals, als ich 14 war, 1,7 gekostet. Also ist jetzt nicht so, dass das ein mega teures Instrument war, aber ich dachte halt schon so ein bisschen, auch im Studium kannst du da drauf spielen, vielleicht noch an der Kopf und so. Ja, und dann habe ich halt 3 Jahre auf dieser Mehnert-Flöte gespielt. Das war noch eine alte vom Großvater, der lebt auch noch, der Jochen Mehnert. Der baut nicht mehr, aber der lebt noch. Und da habe ich mich schon so verliebt in diesen Klang, in diesen extrem flexiblen Klang dieser Mehnert-Flöten. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell zu meinem Prof gesagt, ich möchte sowas auch haben. Naja, und dann kam das noch zustande, dass mein Freund mit dem Sohn von Mehnerts in der Berufsschule war.
Und wir sind heute sehr eng auch mit denen befreundet. Und dann habe ich irgendwann 2017 im Dezember meine Flöte in Auftrag gegeben. Dann ist die gebaut worden. 5 Monate später habe ich die abgeholt. Und das ist mein absolutes Baby. Also ich Wunderschön. würde sie, also und jeder, der so bisher drauf gespielt hat, hat gesagt, eine unfassbar gute Flöte. Und der Kopf ist auch der unglaubliche Wahnsinn. Also diese Flöte ist einfach, wo ich sage, ich will nie wieder was anderes spielen. Da weiß ich nicht, ob ich in 15 Jahren immer noch so rede. Aber momentan bin ich dann natürlich da, aber auch nicht, weil es die Marke ist, sondern weil die Flöte so gut ist. Und ich habe auf so vielen Flöten in meinem Leben schon gespielt, bei so Festivals und bei so Adams Flute Wo Festival und alles auf dem Tisch liegt wo und alles auf dem Tisch liegt und Haynes und ich, also ich mache jetzt mal irgendwo hier Hashtag Werbung rein, weil nicht, dass mir hier jemand auf YouTube auf die Barrikaden geht. Ich kriege hier kein Geld für keine Marke, aber diese ganzen Marken habe ich durch ausprobiert und ich fand die Flöten toll. Das waren alles tolle Flöten, das war nicht das Problem. Aber als ich dann zum ersten Mal auf einer Maynard-Flöte gespielt habe, habe ich gedacht, Alter, das ist genau mein Ding. Und ja, ich könnte auch natürlich auf einem. Ich habe diese DS Muramatsu, die habe ich tatsächlich auch im Auge gehabt damals. Habe ich auch überlegt, Heavy, weil ich brauche einfach ein bisschen was. aber ist ja auch so Standard. Ich habe das Gefühl, jeder spielt Muramatsu DS. Und das ist ja auch nicht normal, oder? Also jetzt Nee. irgendwie, wenn ich jetzt, je mehr ich ein bisschen draußen bin, desto mehr denke ich, das ist ja nicht gut. Vielleicht hätte jetzt der gewonnen, wenn er jetzt ein Holzkopfstück hätte oder der was ganz anderes. Also Ja, es ist hochspannend. Also ich werde auch hier auf dem Podcast auf jeden Fall für alle, die das interessiert, mehr auch Flötenbauer interviewen oder auch Leute, die mit Flöten Instrumentenbau zu tun haben, weil natürlich das kann ein Flötenbauer wesentlich besser erklären, was man da machen kann und was der Unterschied von einem Kopf in dem und ne, so, weil wir als Flötisten, wir nehmen das in die Hand und merken, funktioniert oder funktioniert halt nicht. Und ich weiß nicht, ob da physikalisch jetzt irgendwas anders ist oder ob das, ne, ob da das Loch anders gebaut ist. Das ist mir auch egal. Ich probiere das aus. Funktioniert, cool, nehme ich. genau, Ja. so sollte es sein, nicht zu viel analysieren. Nicht Und genau. Piccolo habe ich Bulgaroni aus Italien. Ah, witzig, das kenne ich Das gar nicht. ist sehr, sehr nett. Auch, Sehr lieb. spannend. Das ist ja die. Funktioniert. Das ist bei einem Piccolo sehr wichtig, dass es funktioniert. Das ist sehr blöd. Ja, jetzt kommen wir zu den anderen Flöten, weil jetzt muss ich wirklich fragen, wie kam es dazu, dass du irgendwie nach dem Studium gedacht hast, okay, ich mache hier irgendwie Instagram und so, aber ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, Mozart-Flötenkonzerte von mir zu geben. Weil das machen eh schon Das machen eh sehr schon alle. viele. Und wenn ich selber sehe, dass jemand spielt Flöte und ich weiß, das ist so ein einfach klassischer, wenn er ganz genial ist, also einfach so, wenn jetzt Ja. Birgit was postet oder Tingwei oder dann Ja, bin ich so, sehr. wow, voll dabei, Ja. weil das ist so eine. Ja. Aber wenn man so halt so ein normaler Flötist ist, dann bin ich so, ah, schau weiter. Also dann denke ich, will ich da in diesem Pool, wo eh alle das machen, Ja. was rein? Aber ich habe eigentlich nicht so viel nachgedacht. Ich habe immer irgendein Instrument geübt und dann halt im Wohnzimmer, wenn es gut geklungen hat, gerade was aufgenommen, lang eine Minute und gepostet. Und plötzlich ist da was davon raus geworden. Aber wie ich, Wie kamst du so, zum dazu? Beispiel zu diesem Ja. Instrument, das ist eine Fuera. Es ist eigentlich eine riesen Blockflöte. Also oben ist das wie Blockflöte. Man bläst da rein, geht rauf und runter und es hat nur drei Löcher. Es ist eine Hirtenflöte, die wird nur in der Mitte in den Bergen in der Slowakei gespielt. Ich habe das Instrument nie im Leben gesehen. Es würde es gibt diese wie ORF 1 und 2 und 3, bei uns gab es halt STV 2 und dort gab es halt immer Sonntagvormittag Wettervorsage für alle Skigebiete und Berge. Und dann ist diese Musik mit dieser Flöte hat geklungen. Und Geil. sonst halt auf den Volksfestivals. Und das ist wirklich eine kleine Nische. Und halt ist ein von UNESCO geschützt, also heißt Fujara, von UNESCO geschütztes Instrument, was ich gar nicht vorher gewusst habe. Was ist Schande. Ich meine, Flötistin ausgebildet. Ich weiß nicht, dass wir haben eine Nationalflöte, die im Kulturheritage ist. Ich meine, das ist ja, Ja, wie habe ich geschaut krass. bis jetzt? Ja. Aber ich bin jetzt nicht mit der slowakischen Volksmusik aufgewachsen. Eben, ich habe Rockbands und die Purple und diese Richtung und dann irische Musik und so. Ja. Ich kriege dann, ich weiß nicht, was noch während des Studiums oder so oder kurz nachher, Anfrage zu spielen. Veronika, du spielst so, du hast diese Whistles und so. Kannst du Fujara spielen? Es gibt ein Gig mit Tonkünstlerorchester, Solo in Grafenegg, Janoschka-Ensemble und das Orchester, wir bräuchten Fujara-Spieler, kannst du das? Und ich habe gesagt, wann?
Das war im März, so in Juni. War das April, Mai, Juni. 4 Monate. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Und falls nicht, dann ich finde, ich kenne viele Leute. Ich finde jemanden, der das sonst kann. Ne? Also, und dann habe ich sofort angerufen. Der weiß, der kennt sich aus mit der slowakischen Volksmusik. Hast du eine Feuerer? kann ich schnell kommen, ausborgen und ausprobieren? Und tatsächlich, ich bin der Solohorn von Slowakischen Philharmonie, hat eine Feuerer zu Hause gehabt, stehend auf der Ecke. Habe sie ausgeborgen, aber die war ein ganz ausgetrocknetes Art Instrument. Und dann bin ich zu einem richtigen Feuerermacher. Und innerhalb von 4 Monaten habe ich mir das Instrument beigebracht und habe dann Solo mit Janoschka, der nicht kennt, Janoschka Ensemble. Das ist toll. Die sind einfach genial. Einfach. Ja, ja. Das muss man, also es ist Streich. Mhm. 2 Geiger, ein Pianist und ein Kontrabassist. Und die haben eben eine Sinfonie komponiert und in einem Satz war Feuerer als Solo mit Cadenza. Und da habe ich halt Feuerer gespielt. Und dann habe ich, wie ich das geübt habe, in dem Wohnzimmer, habe ich, jetzt klingt cool, dann habe ich das aufgenommen und auf Netz gestellt. Und 2 Monate später, dieses Video, wo ich das eigentlich noch nicht so gut konnte, hat Classic FM, dieser englische Radiosender, geteilt auf Facebook und Instagram. Ja. Und plötzlich kommen viele zu mir, gibst du Unterricht? Wo kann ich das kaufen? Und plötzlich, die auf Google, das Wort Feuerer, ist einfach gestiegen. Es hat fast 1 Million Views, mein Video. Und ich habe halt neue Leute und neue Schüler und voll lustig. Also das ist die Geschichte von Feuerer. Dann haben wir gedacht, was alles sonst kenne ich nicht? Es war nur die Whistles und die normale Flöte, was sonst kenne ich nicht. Und dann halt der Macher, der hat meine Feuerer gemacht, macht auch Konzoka, das ist ein kleineres Obertonflöte. Schau, ich schicke dir das, probier das mal aus. Alle kaufen jetzt bei mir das, weil du viral geworden bist. Ich schicke dir die Instrumente, probier aus, was dir gefällt. Und dann andere Instrumentenmacher. Ja, ich schicke dir, probier mal aus. Und dann ich selber, was kenne ich? Also die Dizi, die chinesische Flöte. Ich war ja ab und zu in Tournee in China mit diesen also Wiener Orchestern. Ja, ja. Also diese Walzer und so. Pseudo Wiener Philharmonika. Ja. Und da neben dem Hotel gab es so eine Massage und neben war ein so Musikgeschäft. Und ich so, Musikgeschäft, was haben Sie denn da? Und ich habe da meine erste Dizi gekauft, meine erste chinesische Bambusflöte. Der hat mir erklärt, wie das geht mit dem Blatt, damit das so vibriert. Und dann bin ich zu Hause gewesen und sie ist 4 Jahre gelegen. Und dann jetzt wie vor Corona, aber während Corona, ich habe ja diese Flöte zu Hause, was kann sie so? Und hier was aufgenommen und dann kontaktiert mir ein chinesischer Typ aus China. Ich herstelle die Flöten, kann ich dir eine schicken? und dann, okay, mein Freund fliegt nach Japan. Was gibt es in Japan? Kugeln. Shakuhachi. Wow, das klingt geil. Wow, kannst du mir ein Shakuhachi mitbringen? Okay, dann hat er eins gekauft. Und er ist zurückgekommen im Jänner, und also vor 1-2 Jahren. Ich habe keinen Ton rausgekommen. Es ist kaputt. Nein, es hat 200 Euro gekostet. Es funktioniert sicher, du kannst nicht drauf. Habe ich gesucht, Tutorials geschaut und jetzt geht's. Aber eine von größten Lieben ist Duduk. Aber das ist ja keine Flöte mehr. Das ist ja quasi, weiß nicht, eine Oboe. Und da hatte ich große Angst, dass das meinen Ansatz kaputt macht und dieser große Respekt. Aber macht nicht kaputt. Nein. Macht nichts kaputt. Nein, es ist, wenn man richtig das unter Kontrolle hat, dann kann nichts schief gehen. Hoffe ich. Naja, schau mal. Und dann ist Corona gekommen und okay, jetzt habe ich diese Instrumente und ich will wirklich, es ist richtig spannend, über zu jedem was lernen und dann die Geschichte des Landes dazu und die indische Flöte, das ist die Bansuri. Da war ich auch im Unterricht, das war auch noch vor 1-2 Jahren. Also ich habe immer wieder was gemacht, aber es war keine, jetzt spiele ich alle ethnische Instrumente und ich werde Ethnoflötistin. Das war gar nicht, das ist spannend, das muss ich haben, das muss ich probieren, da gehe ich zum Unterricht. Und ich war bei einer, Rina heißt sie, sie ist Österreicherin, aber sie hat 20 Jahre in Indien gebracht. Das war schon noch während meines Studiums. Ich bin zu ihr gekommen, ja, Bansuri ist voll cool, kann ich eine Stunde haben? Ja, wir sitzen am Boden, wir hören diese, wie heißt das, Tabla, diese monotone Ton. Ja. Sie gibt mir ein Instrument, spiel nur Quint und spiel nur die Oktav. Ja, habe ich. Ja, weiter. Nein. Jetzt muss das. Jetzt machen wir die ganze Stunde. Und dann erklärt sie, ja, wie das ist mit der Musik. In der westlichen Musik hast du einen Ton und der nächste Ton und du musst das so reibungslos verbinden. Kein Kracker, kein Glissando. Es muss einfach sauber gebunden sein. In indischer Musik Gegenteil. Es gibt, der Weg ist der Ziel. Also
Wenn, sobald du einen Ton ankommst, musst du schnell wieder weg. Na, es geht gar nicht darum, dass du wo stehen bleibst. Und ich war so, wow, man kann ja das, die Musik ganz anders wahrnehmen. Geil. Es geht nicht. Und jedes Mal, wenn ich schnuppere zu anderer Kultur und anderem Instrument, und jetzt habe ich Duduk-Unterricht gehabt mit einem unglaublichen armenischen Duduk-Spieler, ist einfach nur so bereichernd. Und dann ist halt Corona und ich denke mir, okay, ich nehme in diesen Studios auf und diese Leute auf Instagram schreiben mir, hast du ein Remote Recording Studio zu Hause? Google, was ist Remote Recording? Was ist das? Kannst du das? Ja, warte mal, ich schaue, was das ist, vielleicht kann ich es. Und jetzt habe ich schon ein paar Aufträge gehabt, halt von zu Hause sogar. Ja. Oder wenn das größere Auftrag ist, dann kann ich ein Studio buchen oder zu Freunden gehen, die bessere Mikros haben. Ja. Und halt für National Geographic jetzt was aufgenommen mit Duduk und Altflöte. Undenkbar. Und jetzt tue ich mir eine ganz neue Schiene und jetzt denke ich mir, brauche ich diese Probespiele und so, wenn... Da bin ich in diesem Feld. Es gibt ein paar Leute, die das machen auf der Welt. Ja? Also ich bin die Einzige, ich habe das nicht erfunden. Ja, nein. Und dank dem Instagram komme ich auch auf die Leute. Und ich habe ein großes Vorbild, der heißt Pedro Eustache. Er ist beim Hans Zimmer der Flötist. Und wenn du dir das Soundtrack von König der Löwe, das der spielt die Flöte. Er ist von Avatar ist er die Flöte. Von jedem Film, den du dir vorstellst, er ist die Flöte. Also er ist der befragteste Mann in diesem Bereich. Und er hat beim Aurel Nicolet studiert, glaube ich. Ach nein. Er hat am Juilliard studiert. Und er kommt aus Venezuela. Also er ist in seine Jugend gegangen durch dieses El Sistema, was sie in Venezuela haben. Venezuela, ja. Also er hat beim Ravi Shankar studiert. Er hat einfach Glück gehabt und extreme Fokus auf Studium und so. Diese, weißt du, welche Flöte das ist, die da bei König der Löwen in diesem berühmten... Was ist das? Ich glaube, das wird die Love-Flute, also Native American Flute wahrscheinlich. Okay, aber ich weiß es nicht. Oder ist das eine Bansuri? Das weiß ich jetzt nicht ganz. Ich habe es jetzt so oft, weil ich ganz oft das schon unterrichtet habe, weil natürlich viele Schüler lieben Disney und dann natürlich dann dieses This Land aus König der Löwen ist natürlich dann der Running. Das wollen alle spielen, das ist halt total schön. Und auf der Querflöte klingt es ja auch schön. Ne? Ich habe das auch schon zu Taufen und so gespielt. Weil das wird noch, dass da so. Ne? Das ist Circle of Life. Nee, weil das natürlich auch offensichtlich für einen Profiflötisten, wenn man das hört, weiß, dass es keine Querflöte ist. Es ist aber es ist irgendeine Holzflöte, aber niemand weiß. Es ist irgendwas was. Aus Holz und du weißt so, keine Ahnung, eine Blockflöte ist es auch nicht, also es ist irgendwas dazwischen. Wie traurig, dass man denkt, ist das Blockflöte oder ist das Querflöte? Oh, es weil muss was anderes weiß, sein. Es, und dann hat man, ich glaube, es ist eine Art von Bansuri oder so eine. Es gibt ja auch in den, wenn du jetzt nimmst Shakuhachi oder so, gibt es halt extrem viele Untergruppen und in welchen Tonarten sie sind und das ist halt dann natürlich eine Wissenschaft für sich selber alles. Ich bin wirklich nur auf der obersten Schicht etwas, bin fasziniert von den Sachen. Und langsam gehe ich tiefer, dann wieder so in andere Tiefe und so bilde ich mir so ein ungefähres Rundwissen. Aber es ist noch lange nicht ganz tief. Aber es ist wunderschön und besonders, wenn ich einen Auftrag kriege, könntest du das zu dem spielen und dann probiere ich, welche Farbe und diese experimentieren. Also diese Farbe hat mehr, ja, die ist so feurig und diese ist mehr, ich brauche Wasser, ich brauche für Wasserwelt. Kannst du da, also sollte nicht zu luftig sein, es ist kein, also nicht Sand. Ja. Okay, dann suche ich Klänge, die Wasser, also wasserig klingen und das ist schon, das macht sehr viel Spaß. So cool, weil du hast es gerade so auf den Punkt gebracht, wieso brauche ich da eine Probespiele, weil... Das ist der Inbegriff, warum ich diesen Podcast mache, warum ich dich auch hier haben wollte. Jetzt einfach nur nicht, weil du aus Wien kommst, sondern weil, also weil du jetzt in Wien bist und alle Leute denken immer, die Saskia hat irgendwie ein Abkommen mit Wien. Habe ich auch. Nein, ich habe kein Abkommen mit Wien. Dieses Öffnen für andere Klänge. Und zwar jetzt einmal natürlich auf der Flöte selber, auf der Querflöte selber, was da alles möglich ist. Das ist ja schon mal Punkt 1. Aber was noch alles in die Flötenfamilie reinzählt. Und was man ganz einfach kann, weil man den Ansatz hat. Man muss sich ein bisschen umstellen, die Abstände oder die, also nicht runde Finger, sondern gerade Finger. Und Intonation natürlich muss man, auch wenn du andere Flöte nimmst, musst du die Intonation anpassen. Ja. Also, oder Piccolo hat woanders und Altflöte hat woanders. Also, da muss man halt herumprobieren und viel zuhören. Also was ich sehr oft mache, einfach Spotify-List und jetzt
armenische Volksmusik, chinesische traditionelle Musik, japanische und dann gehe ich laufen und höre ich und diese klangliche Inspiration, so wow, ja. Die machen das so und alles ist so verbunden. Ne? Ja, ja. Alle erzählen Geschichten über Liebe und die erzählen das halt auf Indisch und die auf Japanisch und die auf, das ist sehr faszinierend. Ja, und es ist so bereichernd, auch total. Für das eigene Interpretieren von dann wiederum auch mal von klassischer Musik, wenn man dann wieder, ich sag mal, zurückgeht in seinen Stall, Mozart. Wo man hergekommen ist, zu seinem Mozart, zu seinem Beethoven, was weiß ich. Das sind auch Tänze oft, also natürlich. Die Menuets, das ist alles, das... Ja, es ist natürlich eine andere, man merkt das dann, total andere Musikkultur, ne, als das, was in China, was in Japan, was in Indien, was irgendeine. Das hört man dann immer richtig krass, wenn man dann so von dieser Musik kommt, die zum Teil viel, viel älter ist als unsere heißgeliebte Klassik. Ja? Ja. Weil das ist ja etwas, das mir auch erst so richtig im Studium klar geworden, so, okay, chinesische Flöte, die gibt es ein paar Jahrtausende länger als ein paar. Ein paar, als unsere Blockflöte. Ja, und so. Wenn du jetzt schaust, wenn ein Außerirdischer kommt auf die Erde und du zeigst ihm, das ist meine Flöte und schau die Klappen und die Röhren und die Klappe, die verwendet auf diese ganze Böhm-System und warum, da kann ich nicht mehr mit dem Finger, warum ist da Klappe? Und dann nimmst du Bansuri oder chinesische oder Shakuhachi, was einfach ein Stück Holz mit Löchern, ja. Einfach diese also alte Barockflöte, also das ist ja viel also es ist logischer. Näher zur Natur. Also es ist gleich, ja, ich meine, es ist wunderschön, dass wir den Böhm-System haben und dass das alles, dass man nicht so machen muss, damit man und die Intervalle trifft und, und nicht ausweichen muss, aber es ist sehr faszinierend. Hast du einen Favoriten im Moment außer Duduk? Duduk ist jetzt die große Liebe. Die große Liebe. Das ist nämlich auch von UNESCO geschützt. Ah. Auch genauso wie diese Kultur, wie sagt man, Heritage, Erbe, Kulturerbe. Ja, Naturerbe, Kulturerbe, genau. Ja. Also nicht Natur, an der Kultur, Naturkultur. Fujara ist für Slowakei und Duduk ist für Armenien. Ah. Also jetzt habe ich quasi zwei UNESCO-geschützte Instrumente zu Hause. Okay. Und das ist nicht umsonst ein geschützt. Das ist was, weil Duduk ist das nächste Blasinstrument zur menschlichen Stimme. Und mit den Halblöchern und Luftdruck und den Glissandi und der Technik imitiert man eine weibliche Stimme. Aber so, dass man sofort weinen will, wenn man das hört. Ja. Einfach, das ist einfach traumhaft. Sonst, Shakuhachi ist auch sehr spannend und ich habe auch sehr viele Gespräche gehört und im Internet, weil jetzt sitzen wir alle zu Hause, habe ich dafür Zeit. Der Ansatz, wenn man, also mein Traum ist dann irgendwann zu einem Shakuhachi-Meister gehen nach Japan, wenn ich vielleicht eine Tournee und dann eine Woche später zurück Unterricht. Irgendwie umbuchen und Unterricht am Boden sitzen und machen alles, was die anderen herum machen. Ja. Und Shakuhachi, diese Philosophie ist, alles, was du spielst, ist richtig. Mhm. Es gibt kein, weil das, was in dem Moment kommt, ist das, was kommen sollte. Ja. Ist so ein Gegenteil von dem, wie man übt fürs Probespiel. Alles andere ist falsch. Es muss genau das da kommen. Und beim Shakuhachi, weil es ist ziemlich schwer, der Ton rauszukriegen. Das ist eine, also auf die Kante bläst man, aber ganz anders. Die Kante ist viel offener als bei Querflöte. Ja. Deswegen hat man viel mehr Möglichkeiten. Und zum Beispiel ein D kann man auf 8 oder 9 Arten greifen. Und jedes Mal hat man andere Klangfarbe. Einmal ist das mehr mit Lippen, einmal ist das mehr mit solchen Fingern oder solchen, sehr viele. Und das macht es halt sehr reich im Klang und sehr kompliziert. Aber es gibt nichts Falsches. Du spielst das, was du kannst und du bist dort, wo du bist. Und diese ganze buddhistische, du bist da. Und es ist genau richtig so, wo du bist. Also wenn man eine Yoga-Session macht und das ist in dem Instrument drinnen. Weil es geht die ganze Zeit um Luft und Atem und das ist, was wir machen. Und auf dieser Ebene, was ich habe nie so richtig nachgedacht, wenn ich Querflöte studiert habe an der Uni, dass man atmet rein und raus und das bin ich und ich gebe mich raus und es ist alles richtig so. Ich meine, wenn ich etwas sehr gut kann und sehr viel übe, dann manchmal passiert das Moment, jetzt spiele ich so schön und es ist genau so, wie ich will, dass das klingt. Aber durch das, dass man so viel studiert hat, so viel weiß, kommt, das könnte besser sein, das war nicht, das sollte ich, die Atmung, die sollte besser sein, da bin ich zu tief geworden, der Klang war nicht so schön. Und bei den anderen Instrumenten habe ich nicht diese Hemmung. Ja. Weil
ich lerne das alles, also alles ist freiwillig, aber ich bin nicht in einem Studiengang. Und auch diese Leute sehen das anders. Das kannst du nicht jetzt ganz offiziell studieren. Also manche Instrumente schon, zum Beispiel Duduk gibt es ganz reguläres Studium. Aber der Zugang, von dem ich komme, ich kann halt schon viele Sachen Ja. woanders. Und das alles mischt sich nur so. Und die Arten und die Musik, das ist einfach nur schön. Da hast du gerade was echt fast poetisch, aber auch was wirklich Tolles, Wichtiges gesagt. Alles, was du spielst, ist richtig. Ja, das war in dem Moment, wo ich war so, das stimmt. Und Ja, mit ja. Shakuhachi geht das nicht anders, weil Ja. wenn du da ein bisschen was anderes bewegst, kommt was ganz anderes raus. Ja. Aber du hast das, be und das ist gut so, weil, Ja. ja, das Das ist. ist das Gegenteil von Probespielstellen. Das absolut krasse Gegenteil von Sommernachtstraum von Mendelssohn Bartholdy. Futu, tufu, futu, futu. Ich glaube, ich mache irgendwann mal so eine Comedy-Folge, wo ich diese ganzen Probespielstellen Jeder wird nachvollziehen können, ja. aufs Korn nehme, einfach weil das mal jemand machen muss, glaube ich. Ich glaube, da muss mal einer, und ich mache das gerne, ich nehme auch gerne die Pfeile entgegen, die mir dann in die Brust geschossen werden, wie ich denn das heilige Probespielheft da durch den Kakao ziehen kann. Aber es muss, glaube ich, einfach mal einer machen und sagen, Leute, ist euch eigentlich klar, wir spielen da 8 Takte aus einem Stück, was 3 Stunden geht. Und nicht einmal in dem Tempo, in dem das dann im eigentlichen Orchester dann gespielt wird. Hölle, was ist das für ein kranker Mist? Also, wo man sich denkt, und ich übe mir dann Wolf, wo du normalerweise, wenn du das im Orchester spielst oder im Kammerensemble stehst und du das spielst und du überhaupt dir die Gedanken nicht darüber machst, dass das jetzt ein Solo ist, sondern du siehst die Noten, du hast es geübt und dann spielst du das einfach. Punkt. Aber nein, wir machen da irgendwie so ein riesen Tarat draus und üben bestimmte Stellen über Jahre und kriegen es immer noch nicht gebacken und denken irgendwann so, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Und die wenigen, die das dann mal schaffen, die sagen selber, dass sie keinen Bock hatten, Probespielstellen. Also niemand will das irgendwie machen. Ich kenne niemanden, der sagt, ich habe Was da richtig ist? Spaß dran. Es gibt, glaube ich, ab und zu Leute, die sind so richtig für Ja. das gemacht. Und dann, Ja. das sind die, die halt alles gewinnen. Die kommen und Ja, gewinnen und die sind gewinnen halt, dann. Ja, das stimmt. ist auch ganz regulär. Es gibt, aber nicht alle sind so gestrickt. Nein. Und das geht sich auch nicht aus auf der Erde, dass jeder da so eine Stelle hat. Das Mathematik gibt nicht nach. Was wollte ich? Etwas ist mir eingefallen. Jetzt habe ich schon vergessen. Schade. Vielleicht fällt sie gleich wieder ein. Ich habe für dich noch eine Frage, die ich muss die ein bisschen umformulieren, weil normalerweise frage ich, was am Klang der Flöte für dich besonders ist. Aber du spielst ja nicht nur Querflöte. Deswegen würde ich die Frage so formulieren, wie hast du jetzt in den letzten Monaten, Jahren, wo du mit so verschiedenen Flöten hantierst, das Gefühl, was sich da ähnlich ist von den Flöten? Weil sie sind alle Flöten. Also Flöte ist nach wie vor mein Hauptding. Also Ja, das ist ja. jetzt Ne? nicht so. Also was mir gefällt. Also der, wie bei dem Genau. Duduk war das diese menschliche, die nahe an Ja. die menschliche Stimme. Also das ist schon. Und generell, wenn ich das ganz pauschal nehme, dass man mit dieser Luft, weil alle sind halt Ja. Blasinstrumente, dass man mit der Luft durch ein Stück Holz oder Metall oder Keramik, man kann einfach die Emotion fangen. Und das ist jetzt egal, ob sie dunkel oder hell. Man kann mit dunklen Liebe sagen und mit hellen Böse sagen. Also ist alles, je mehr ich bisschen, also ich weiß sehr wenig, das will ich nach wie vor, aber je mehr ich weiß in dem, was ich wenig weiß, Ich weiß, dass ich nichts weiß. genau, desto sehe ich, wie alles ist verbunden und es geht nur um meine, die. Man kann auch mit einem Ton Musik machen und das, wie man das Herz trifft. Oder wenn jetzt, es gibt halt, jetzt mache ich viel mit diesen Soundtracks und Leute schicken mir ein Track und was würde reinpassen? Und dann suche ich und dieser Klang und wenn er mich irgendwie öffnet, irgendwie mir wird so warm herum. Und das ist halt, Klang der Flöte kann das natürlich auch. Und Altflöte ist wunderschön. Klang der Altflöte, die tiefe Lage, wenn der Ton einfach kommt und rechtzeitig vibriert und macht, blüht so auf in dem richtigen Moment, das ist einfach nur, ach, jetzt bin ich. Und wenn man das noch mit Bild hat oder so, was Ja.
jetzt ich mit dieser Schiene halt viel beschäftige, dann, und es sind halt sehr viele Klischees da auch, ne? Also Ja. kommt so eine Szene, dann kommt solche Musik, kommt so eine Szene, kommt dieser Ja. Akkord. Ist auch, aber nicht alle machen das immer so und es ist einfach, muss, also klang. Ich habe keine richtige Antwort. Aber ich Das habe ist gesehen, die alle anderen, auch nicht. die bei dir waren, hatten auch nicht. Also. Nee, das ist aber genau das, was ich möchte, weil auf diese Flöte gibt es, ach, auf diese Flöte, auf diese Frage gibt es ja keine richtige Antwort. Das ist ja keine Frage, wo ich sage, das ist richtig, das ist falsch oder das ist, man muss jetzt ein Adjektiv sagen oder weißt du, sondern ich habe mir selber diese Frage ja erst gestellt, als ich die Fragen mir überlegt habe und dann, ich habe sie mir auch noch nicht beantwortet, weil ich weiß, dass ich mich noch selber interviewen lassen werde und dann diese Frage beantworten werde. Aber ich habe mir selber noch keine Antwort darauf, die ich geben würde, weil das kannst du so und so beantworten. Man kann es philosophisch beantworten, so wie du jetzt auch. Ne? Also dieses irgendwie dieses Gefühlstechnische. Man kann ja nicht wirklich sagen, das ist so. Weil das ist einfach nicht so. Deswegen will ich es aber wissen, weil ich finde es von allen, jeder hat so seine Vita wieder, seine Background und alles. Background, genau, Hörgewohnheiten. Wie hat man angefangen? Und was mag man gerne? Das sind ja alles, das spielt ja alles damit rein. Und deswegen finde ich das so spannend, wie Leute dann auf diese Frage reagieren, erstmal so, ja, keine Ahnung, ja. Weil wenn ich jetzt einen Pianisten frage, was er am Klang des Klaviers toll findet, wird er genauso da stehen und sagen, ja, also Wobei das ist ganz eine normale Frage. Also man Aber die sollte stellt man sich, sich nicht. ja, Die und stellt ist man sich das nicht. auch komisch? Warum stellt man sich so eine Frage nicht, eine essentielle Frage? Das, bei mir ist das jetzt viel mehr, ich habe auch in Corona mit Yoga angefangen, ich habe vorher nie Nerven dafür gehabt. Ich habe zu hohes Blutdruck und habe gesehen, dass das dafür gut ist. Und auch irgendwie, ich studiere dieses Instrument, weil der Klang ist so spannend und dann komme ich immer auf die Philosophie und Religion des Instrumentes und in welchem Kontext der gespielt wird und dieser Buddhismus oft und dann diese Ragas da drüben und immer Shakuhachi wird gespielt mit einem Korb am Kopf. Da spielen die Mönche und haben dann, es geht darum, dass man keine Individualität so ist, sondern alle sind irgendwie gehen hintereinander in einem in einer Reihe und das Spielen ist Atemmeditation eigentlich. Und in Musik die Flöte oder wenn eine Holzblasgruppe spielt, zum Beispiel, das ich finde beim Orchester wunderschön, wenn eine, wenn die stimmen. Wenn nicht, dann ist das Schlimmste. Ganz fürchterlich. Fußpilz ist das dann. Genau, aber wenn es richtig klingt, so eine Holzblasgruppe, weil man sitzt ja herum, deswegen kann ich das, ich sitze nicht bei den Blechbläsern, sicher auch wunderschön. Vielleicht laut. Aber halt, ich bin eher das andere geworden. Und wie man zusammen atmet im Schubert oder so. Und wieder so in sich und dieser Atem. Weil mit Geige halt spielt man Bogen, man kann es irgendwie länger spielen. Also jeder Art Instrument sollte atmen und Pianisten auch, sie müssen das quasi einlernen. Bei uns ist das, also Drin. im Begriff, dass das überhaupt passiert, muss man einatmen und ausatmen. Und das finde ich, weil so eine natürliche, das ist so wie das Wasser hin und zurück und Mond und No und Vollmond und das alles ist so ein Zirkel und alles macht Sinn. Also das finde ich daran schön. Geil, ich find's so cool. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf die ganzen anderen Antworten. Von Leuten, wo ich interviewe jetzt den Dienstag noch die Karen Levine. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die Ist das nicht genau. eine, mit der du Interview gemacht hast auf ihrem Masterclass irgendwann mal? Genau, Genau. zeitgenössische, genau. Wo ich auch Maria kennengelernt habe, genau in Rheinsberg. Die ist einfach der Hit, was neue Musik angeht. Ich kenne einfach keine Frau, die so oder keine Flötistin, der so unfassbar viel Ahnung über neue Musik hat und so viel uraufgeführt hat und so viel zeitgenössische Spieltechniken drauf hat. Vom Blatt. Also die kann sowas einfach vom Blatt. Die, klar, ich meine, muss alles üben, ja. Wenn man jedes neue Musikwerk ist wieder wie, man muss die Legende neu lernen. Es gibt Wie Komponisten, die neues schreiben Instrument so fast, ne? wie ein neues Instrument. Ne? Ich sitze jetzt auch gerade wieder vor Voice von Takemitsu. Das habe ich vor 3 Jahren mal für mich so ein bisschen gelernt, aber habe das halt nie aufgeführt. Und wer will es jetzt im Masterabschluss spielen? Im Dunkeln, auswendig. Also, Wow. weil das Stück ist ja eigentlich, wenn man es weiß, der Hintergrund da ist ja eigentlich eine Horrorgeschichte von einem Menschen, einem Mann oder einer Frau, die in einem dunklen Raum ist und merkt, da ist noch jemand anderes, aber der zeigt sich nicht. Ist eigentlich voll die Horror-
Geschichte und ich habe dann überlegt, weil ich an meinem Konzert mit Licht und Schatten arbeiten möchte, mit Hell und Dunkel, warum nicht Voice im Dunkeln spielen? Und dann muss ich es natürlich, was heißt muss, ich könnte es auch mit Leuchten spielen, aber ich habe gesagt, nee, ich möchte es dann auch im Dunkeln spielen. Und das heißt, ich lerne es gerade auswendig. Und das heißt, ich kann es zwar an sich so irgendwie spielen, aber ich konnte es die ganze Zeit nicht auswendig. Und jetzt merke ich wieder, dass so jedes Stück, auch aus der neuen Musik, und ich meine, Takemitsu ist jetzt, kann man schon fast nicht mehr zeitgenössisch sagen. Also das Stück ist schon 30, 35 Jahre alt. Aber ne, jedes Stück ist irgendwie wie so bei dir ein neues Instrument. Du musst irgendwie neu lernen. Und auswendig lernen ist überhaupt eine, dann durch ganz andere Poren lernt man das Stück. Ganz anders. Ganz anders. Also man atmet auch quasi das Stück ein. Also man merkt, wie das sich irgendwie im Gehirn oben auf so eine, auf so eine Gehirnrinde absetzt. Ne, weil ich kann dir heute im betrunkenen Zustand nachts um 4 kann ich dir Zoomtube vorspielen. Wow, cool. Weil ich war das immer sehr, wenn ich nicht musste, dann habe ich das nicht gemacht. Das war sehr geschwommen. Also könnte ich. Aber während der Quarantäne habe ich jetzt der Kark gelernt, auswendig gelernt. Ishakon. Ja. Also das ist auch ganz andere Art vom Abspeichern. Ja. Nee, finde ich auch, für mich ist das auch eine Form des Gedächtnistrainings. Also ich persönlich finde, ich lerne das mein ganzes Leben lang machen, dass ich immer wieder Stücke, die müssen jetzt nicht schwer sein, aber dass ich Stücke auswendig lerne, weil das für mich das beste Gehirnjogging. Ich bin jetzt ganz beim, also mein Gehirnjogging ist ganz großartig, weil ich jetzt jedes andere, viele Instrumente tausche und ich übe halt halbe Stunde Querflöte und dann 10 Minuten wechsle ich zu Shakuhachi. Und die Schrift, also ich weiß nicht, ob ich kenne mich nicht so aus, aber was ich bis jetzt weiß, mit Shakuhachi, also wie man die Notation, das ist ja, die haben 5 Töne, die haben andere Namen und man spielt von oben nach unten, aber von hinten. Und es wird nicht, und es gibt Punkte, wo heißt, das sind die Schläge. No, re, na. Und so wird das notiert. Wenn der Ton sich ändert, das ist der Rhythmus. Und so geht man irgendwie. Ach, und wenn, Scheiße, ja. Und wenn sie das ändert, der Ton ändert sich und die Verziehungen oder Oktave höher, das ist alles so irgendeine japanische Zeichen dabei, was nicht einmal die Japaner verstehen, weil das ist das Altjapanisch. Also man darf nur, also wenn ich frage einen Japaner, der hier auch studiert, so, was ist das? Weiß nicht, das ist ja, das hat meine Großmutter auf der Wand, ich weiß nicht. Also, das ist ein ganz alter. Großmutter auf der Wand, geil. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und dass man auch ganz anders auch optisch das beobachtet und halt quasi man so winkt mit, so mit dem Takt. Ja, aber das ist, ich finde das so spannend, dass man da auf unterschiedlichsten Ebenen mit so einem Instrument wirklich was auch für sein Gehirn tun kann. Also in auch auf lange Sicht, ich meine, wir sind jetzt beide sau jung, ne? Ich meine, wir müssen uns jetzt noch keinen Gedanken um Demenz machen, ja. Aber ich kenne sehr wenig Musiker, die bis ins hohe Alter gespielt haben, die dement werden. Und sicher das, gesund zu spielen. Es ist sehr, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt bestimmt auch Studien, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber so prinzipiell, so von meinem Verständnis her, hält es gesund. Es hält geistig auch, also es hält mental gesund, es hält, deswegen geht es uns auch gerade allen so scheiße, also mir inbegriffen, ja, weil uns das fehlt, ja, das ist, was soll ich sagen, ja, das kann, glaube ich, jeder Musiker verstehen, auch nicht nur Profis, sondern eben auch ganz viele Hobbymusiker kenne ich, die ich unterrichte sagen. Also ich habe mich jetzt spezialisiert, weil ich flexibel sein will, wegen Konzerten und so, also vor Corona-Zeit, habe ich mir quasi ich habe vorher auch Kinder unterrichtet, aber jetzt spezialisiere ich mich nur auf Erwachsene. Mhm. Also ich habe eine Gruppe von 10, 12 erwachsene Leute, die Flöte spielen. Und jetzt gibt es nicht nur Flöte, sondern ich habe auch Klarinette, Akkordeon, Cello und mache Kammermusik zusammen und so. Ja. Und dann gibt es Konzerte und denen fällt das auf jeden Fall. Aber ich habe auch Leute, die 70 sind, auch die 26 und die spielen zusammen Kammermusik und jeder kriegt, okay, du kriegst vielleicht die dritte Stimme, die ist nicht so schwer, aber du kriegst die erste, du bist ja ehrgeizig, kannst da ja herum 16teln und das ist sehr schön, auch gesellschaftlich und auch frisch zu bleiben, weil man muss, da ist ein B, da ist ein Kreuz, da ist das, oh, Taktart ändert sich, jetzt muss ich mit meinen Augen auf die nächste Zeile, das habe ich aber nicht mitgedacht und eine Sekunde früher hätte ich springen müssen. Und das ist alles so süß und schön. Und wenn da Musik rauskommt, auch wenn sie nicht perfekt ist, ist einfach. Und diese Konzerte mache ich 2-mal pro Jahr oder 3. Mhm.
Und jetzt ist das auch stehen geblieben und das kann man nicht mit online ersetzen. Nein. So, das geht mir auch sehr ab. Ja, das ist, ich finde es einfach mittlerweile ist es an einem Punkt bei mir, deswegen habe ich auch gestern einen Blogartikel dazu veröffentlicht, muss es einfach mal rauslassen. Es bringt nichts, sich mit diesen traurigen Gedanken irgendwie allein in seinem Zimmer zu verziehen, sondern man merkt einfach, wenn man darüber offen spricht, jetzt nicht nur auf Social Media, ich meine, können wir jetzt machen, weil wir auf Social Media sind. Ich meine jetzt auch wirklich mit Menschen im Umfeld darüber zu reden, wie es einem geht, dass man einfach das ausspricht und sagt, wir sind nicht mehr nur bei 2 Wochen. Sorry, aber wenn Über alle ein Leute Jahr. am Anfang gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns mal 3, 4 Wochen zusammenreißen. Und wir haben jetzt Mai 2021 und ich denke mir, nix 2, 3, 4 Wochen mal zusammenreißen. Und da muss man irgendwann wirklich sprechen, dass man sagt, so, hey, mir fehlt das und ich finde das scheiße. Und ich darf das auch sagen, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass das jetzt jemand, dass mich da jemand mit Scheiße bewirft und sagt, wie kannst du das? Du bist privilegiert und hä? Und ich mir sage, ja, aber es fehlt doch Ich trotzdem, ne? muss sagen, ich natürlich mir fehlt das, also so normale Orchester, so Ja. in einem Orchester mit Klick zu spielen, mit Abstand von 2 Meter auf jeder Seite, ist das ja nicht das Gleiche. Nein. Man hört nicht einmal die Kollegen und so. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar dafür, dass Ja. es gibt. Aber generell, also dadurch, dass ich komme aus der Slowakei, habe ich ganz andere, ich bin so glücklich, ich bin hier im System und es Ja. gibt diese Ja. Unterstützungsfonds. Ja. Ich habe ein Jahr lang kriegt Unterstützung, dass es mich gibt. Und ich kann ein bisschen Studio aufbauen, ich kann mir sehr viele Tutorials anschauen, neue Instrumente lernen, neue Musikrichtungen. Ja. Dafür hätte ich nie im Leben Zeit, weil ich renne von einem Mozart-Gig, also Strauss-Mozart-Party zu anderen, da schnell in Schönbrunn, kannst du in einer Stunde spielen? Ja. Und jetzt Ja. so eine innere Ruhe und okay, was ist eigentlich, was mich interessiert? Und ich war in einem Rad wie ein Hamster, nur damit ich spiele, nur damit, wenn ich zweimal Nein sage, dann werde ich nicht mehr gefragt. Da, da, da. Und plötzlich diese ein Jahr, ich laufe mehr, also ich laufe ein bisschen weniger, aber ich lockere, Ja. ich esse gesünder, ich Ja. übe meine Flöte und andere Instrumente und bis ich, okay, das Probespiel wurde immer gesagt, du solltest das machen, aber eigentlich willst du das nicht. Du hast deine Podcasts aufgebaut Ja. und also ich finde auch so viele, ich weiß, dass sehr vielen geht schlecht, aber mir geht es eigentlich sehr gut Ja. im Vergleich mich, wie wir haben seit einem halben Jahr habe ich auch einen extra Raum, wo wir quasi aufnehmen können und Musik machen. Ja. Das ist alles so ein Privileg. Meine Kollegen in der Slowakei, die freiberuflich sind, sie haben sich Kredite bis 10.000 Euro genommen und ein arbeitet in Lidl, andere tut in Tesco die Bierflaschen auseinandertrennen. Ich bin da, ich habe einen bezahlten Urlaub sozusagen. Also Ja. natürlich, man muss etwas aufbauen, weil jetzt, wenn es aus ist, es geht nicht alles sofort 100 Nein. Prozent. Das wird jetzt 3, 4 Jahre. Also ich bin da sehr skeptisch und deswegen eben baue ich meine Schiene mit aufnehmen und das macht Spaß und es gibt nicht so viel Konkurrenz, wo man die ganze Zeit, also Ja, ich werde ja. gefragt, weil ich bin ich. Und es ist, okay, ich kann, zum Beispiel einmal hätte ich aufnehmen sollen diese Frühjahre für ein Dokument über Afrika. Und das war so, kannst du? Nein, ich kann diesen Tag nicht. Was passiert sonst? Okay, dann rufen sie die oder dem oder der. Und dann gibt es 50 Leute, die spielen statt mir das Gleiche. Aber dadurch, dass ich dieses Instrument spiele, kein Problem, wann kannst du wieder? Ja, hier, und wie viel verlangst du? Ja, wie viel, also die normale Gage, was man. Nein, du bist ein Solo jetzt, also was verlangst du jetzt pro Stunde für Aufnahme? Und dann ist die Summe halt Du entscheidest. vierfach, fünffach und ist ganz natürlich. Und plötzlich, warum tust du dich in diese Schublade mit allen rein, wenn du etwas kannst, was 5 Leute auf der Erde können? Und also nicht 5, gibt es viel mehrere und so, aber mit dem, dass man mit Klick spielt, dass man mit Stimmgerät, weil diese Volksleute können halt nicht noten, können das nicht umsetzen sofort Ja. und alles, was man als Studiomusiker auch Ja. braucht. Also ich verbinde halt diese ganze Know-how, das ich habe als klassische Musikerin plus sehr viel Studioerfahrung, bringe dazu nur neue Instrumente. Ja. Wenn jetzt ein volkstümlicher Musiker kommt, der spielt, das ist halt Der kann das. Könnensmache und so, Ja. aber es ist nicht so effizient und sofort nachmachen, was sie wollen und so. Also deswegen ist auch für mich große Sache, dass so ein Jahr passiert ist, Ja. mitten im Ja, Stress. absolut. Also da bin ich voll bei dir, weil da kann ich mich auch nicht beschweren.
Ich mache ja jetzt gerade meinen dritten Podcast, wo man sich so denkt, Alter, was ist los bei der Frau? Wie viel Zeit hat die? Ich kriege immer wieder diese Frage, ich kriege die regelmäßig, mindestens einmal die Woche, schreibt mir irgendwer, wie viele Stunden hast du am Tag? Dann sage ich mal, geh auf meinen Blog, dann liest du das. Das ist einfach Podcast hören, ja. So. Da verrate ich meine Geheimnisse. Nein. Aber bei mir ist es ja eher so das Workshop machen, das Seminare halten, das, ich habe jetzt zwei Lehraufträge gekriegt, mitten in Corona. Nicht für Flöte, sondern für Professionalisierungsmodule. Und ich denke mir, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich finanziell nicht beschweren. Und ich kann mich arbeitstechnisch nicht beschweren. Und das wird immer nur mehr profilieren und du wirst Ja. durch das Probieren, das gefällt mir mehr, das gefällt mir weniger, das kann ich besser. Man kriegt Feedback, wenn man sich ins Netz stellt, was ich vorher nie Ja. gemacht habe, weil ich bin ja nur eine Studentin, ich kann ja Ja, nichts. Es gibt so genau. viele. Plötzlich stellt man sich ins Netz und plötzlich gibt es anderes Publikum, gibt es Feedback, den man hören will, den man hören nicht hören will. Es gibt alles zurück und es baut, also es hilft mich zu, also das mag ich nicht. Warum? Und einfach stabiler zu sein für mich selber. Also diese Corona in diesem Sinne stärkt mich sehr, dass ich mich das selber mich zu einer Person mache, wie du einmal in einem Podcast hast über Marke gesprochen, selbst, also dass mein Name ist eine Marke. Das denkt man als Student von Querflöte in einem Nein. Fach, wo gibt's, das ist ja peinlich, das geht nicht. Nein. Und eigentlich ist man aber. Erstmal das und zweitens wird das, das ist so ein schleichender Prozess. Bei mir war das so ein schleichender Prozess. Mir ist das irgendwann so richtig, richtig klar geworden, wo ich dachte, die Leute kommen auf Social Media zu mir wegen mir. Nicht, weil ich da Flöte spiele, weil ich da Klavier spiele, weil ich da irgendwie bestimmte Sachen anspreche oder weil ich da irgendwelche Bilder poste, sondern die kommen wegen mir. Ja. Und dasselbe ist ja auch bei einem Konzert. Klar, wenn man irgendwie ein Solo-Rezital gibt oder so und die Leute kommen zum Konzert, weil sie dich hören wollen. Klar, also sie kommen auch wegen dir als Person. Aber es ist was völlig anderes, wenn du das dann auf Social Media machst, weil es gibt so viele Leute, es gibt so unfassbar viele Menschen, die auf Social Media Content produzieren. Und wenn sich jemand entscheidet, dir zu folgen, nicht. Er macht sich Zeit, dein Ja, Content zu schauen. korrekt. Das ist schon. Und dann merkt man auf einmal, okay, das ist schon irgendwie so ein bisschen wie eine Marke. Und dann ist mir das irgendwann klar geworden, so eigentlich könnte ich mir jetzt so einen Stempel hier von meinem, Logo. von meinem Logo machen. Ja, weil das ist genau das, ne? Dieses, man ist dann nicht nur Musikerin, deswegen habe ich diesen einen Post auch mal abgesetzt, so ich bin nicht nur Flötistin. Also ich habe mich aber ganz lange so gesehen, ich bin Flötistin und Flötenlehrerin. So habe ich mich definiert. So, das Eine ist es nicht. Cellistin hat mal gesagt, Tina Guo, sie spielt auch mit Hans Zimmer auf der Tours, und sie hat gesagt, Music Business. Schauen wir uns die zwei Wörter an. Welches ist länger? Das Wort Business hat mehr Buchstaben. Also es ist mehr Business als Musik. Ist so. Das ist so wahr. Oh mein Gott, ja. Ja, es ist es wirklich. Es ist mehr Business und deswegen machen wir auch mit der Musikerschmiede das, was wir machen, weil es so wichtig ist, diese Themen anzusprechen, auch an junge Musiker und Musikerinnen, die da jetzt vielleicht erstmal noch keinen Schimmer von haben, was sie auch gar nicht müssen. Also jemand mit 20, der im Bachelorstudium vor sich hin übt, der muss, Stipendium und Eltern oder ein bisschen wohnt genau, bei den Eltern oder ist finanziert, aber der muss das noch nicht alles wissen. Aber ich finde, man sollte spätestens im Studium ansprechen, damit die Leute wissen, was danach kommt. bei mir war eher das Problem, dass ich bin nach Wien gekommen und ich musste selber finanzieren, mein Me too. Studentenheim und alles Essen, alles, also ich habe nie da was irgendwie kriegt. Und mein größtes Problem war, dass ich die ganze Zeit abgelenkt war, dass ich jetzt muss was arbeiten. Am Arbeiten. Anfang war das Babysitting und dann das und das. Und dann irgendwann endlich spielt man halt oft und wird dann in diesem Rat, dass man angerufen wird, was dauert, bis man das in Wien aufbaut. Und die Bezahlung ist ja halt Nicht so geil. nicht so gut, Ja, ich nicht so weiß. toll. Aber man ist im Rat und man ist froh, dass man spielt. Und eben wie diese Corona quasi, ja, aber wenn ich nicht kann, spielt andere. Was kann ich machen, dass, wenn ich nicht kann, dann warten Sie, bis ich kann. Das ist jetzt der Fall. Ja, also es baut sich langsam auf und es dauert, aber ich sehe da sehr viel positive Rückmeldung, Anfragen. Leute tun mich in ihre eigenen Databasen von Filmkomponisten irgendwie, LA, kann ich dich in meine Database reintun, wenn ich das brauche? Ja, bitte. Also es gibt ja nichts Schöneres, ja, also. auf jeden Fall. Und, aber natürlich, so Live-Konzerte sind Live-Konzerte. Aber ich bin halt Ja. nicht dieser Hamster im Rad, so Nee. dank der Corona, und konnte ein bisschen durchatmen und
wirklich mich ein bisschen profilieren. Und ja, das machen halt jetzt sehr viele. Manche werden zu ein sehr guter Flötist, ist zum einen Berat am Telefon, so irgendeine Versicherung, macht er flexibel, ihm hat es immer interessiert und man kann gut Geld verdienen, du kannst trotzdem Tour machen und das und jeder macht irgendwas. Ja. Jeder macht irgendwas, ich wollte gerade sagen. Machen Tische, schöne Tische aus Holz und das habe ich gar nicht gewusst, was? Ja, mein Vater hat gemacht, ich habe es immer als kleine Automechaniker da auch so, eigentlich liebe das auch, was? Ja. Hast du nie gesagt, ich kenne das 12 Jahre, hast du nie gesagt, ja, das passt halt nicht. Ja, du, mir wurde jahrelang erzählt, ich rede zu viel. Und endlich hast du eine Plattform, wo du... Nein, um Gottes Willen. Also falls das jetzt jemand sieht, der das früher mal zu mir gesagt hat, ich nehme es euch nicht krumm. Ich sehe, wenn du aufmerksam, du warst an falschem Ort, hast du... Ja. Du musst einfach dein... Ja. Ich liebe improvisieren, einfach so. Ja. Also jetzt bin ich keine großartige Jazzerin oder so, gar nicht. Ja. Aber ich einfach über Akkorde tue ich gerne spielen, aber das ist an den klassischen Bereich. Was machst du? Ja, spiel, was da steht. Warum hast du dazwischen irgendwas? Gehört sich nicht. Und wenn du in andere Kreise kommst, ist das gewünscht? Ist das gefragt? Also, bin bei mir genauso. Also ich habe einfach als Kind das schon gehört. Die labert so viel. Und heute denke ich mir, wenn ich so, ich meine, Vita macht nur rückwirkend Sinn, ja, wenn man die also rückwärts guckt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Leute genau deswegen bei mir einschalten auf der Story, auf dem Podcast. Da sind 5 Stories hintereinander, wo du voll laberst. Und die Leute sind dort freiwillig, ne? Ja, eben, weil ich meine, es muss niemand gucken. Ich sage auch immer, es kommt ja manchmal auch so raus, so wen das nicht interessiert, der kann jetzt einfach wieder ausschalten, ja? Und das machen ja auch viele. Das merkst du auch anhand der Stories, ne? Wenn so bestimmte Themen. Swipe, nee, interessiert mich nicht. Das Thema finde ich spannend, so. Ist so, aber das ist ja das Spannende, das interessiert mich auch nicht. Wenn jemand da keinen Bock drauf hat, dann kann er einfach nicht gucken. So, der muss das Video nicht gucken, der muss meinen Podcast nicht hören. Ich geile mich auch nicht daran auf, ob es jetzt 100 gehört haben, 120 oder 1000 oder 4000. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe gestern wieder gesagt, wenn es einer Person hilft, dann hat es sich schon gelohnt. Das war mein erster Gedanke, als ich den Podcast gestartet habe. Wenn es eine Person pro Woche hilft, was ich da sage. Und es ist so unterschiedlich. Ich habe ein, der letzte Post war ein Gajica, ist eine slowakische, aus Osten, sein Instrument, es ist ein Blatt und dann drüber vibriert, also man braucht keinen Ansatz. Ja. Und es ist quasi ein Teil von Dudelsack, aber man kann es extra, es klingt sehr lustig, sehr laut. Und da kommen Kommentare wie, wo hast du es gekauft? Ich will es auch. Bitte gib mir den Kontakt auf den Hersteller. Und dann einer hat geschrieben, es klingt wie gedruckte, böse Schafe auf der Wiese. Warum? Warum muss man sowas spielen? Das ist eine Slowake. Also, ich habe so gelacht. So, gedoppt und böse Schafe, Herde. Herrlich. Also das gleiche Post, was du, kann jemandem helfen, kann jemanden inspirieren, kann jemanden entsetzen. Und deswegen ist das so frei. Und, aber mit dieser Marke habe ich so einen Klick ein bisschen gemacht. Es sind immer so Klicks, ne? Also man macht etwas und dann kommt so ein, ach so? Ja, und dann macht man weiter und dann kommt so ein anderer Klick und so formt man sich langsam. Und da war eine, es gibt diese Q&As, was man sich immer wieder auf Instagram stellen kann. Mhm. Und da habe ich, fragt ihr, was ihr wollt. Und dann kommt Frage, was hörst du für Musik gern? Also, ganz wildfremde Person interessiert, was ich für Musik höre. Warum? Das ist ja interessant. Und dann denke ich, ja, mich interessiert, was Leute, die ich irgendwie mag oder die Musik, die sie machen, mag oder persönlich, was hören sie zu? Weil das ist ja eine Kettenreaktion. Ne? Und man will ja eine Playlist von Leuten hören, die man gerne hat, was sie gerne hören. Ja. Das macht ja voll Sinn, aber mir ist nie eingefallen, dass ich in dieser Hierarchie, dass mich auch jemand fragen kann. Ne? Ja. Total. Das ist mir auf Social Media auch irgendwann sehr bewusst geworden, dass ich dachte, krass, dass es die Leute interessiert. Also, weil ich mache das ja mittlerweile auch auf Manage Musik so. Ich frage dann so, hey, welche Themen wollt ihr haben? Weil ich bin einfach echt, ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile zu faul, mir einen Podcast-Plan zu machen, weil ich denke, ich frage einfach immer mal alle 2-3 Wochen, was die Themen gerade sind, ob die es interessiert, weil wenn ich merke, ein Thema juckt die nicht, dann brauche ich ja auch das nicht zu bespielen, weil da mache ich mir irgendwie Stress und Arbeit und nachher will das niemand hören. Und was dann zum Teil für Reaktionen kommen und Fragen kommen und jetzt das, mir haben wirklich Leute einzeln gestern oder vorgestern, wann habe ich auch, doch gestern habe ich das geschrieben,
mit der Aufnahmeprüfung, dass ich über meine Aufnahmeprüfungserfahrung sprechen kann, wenn das jemanden interessiert. Weil wenn nicht, dann muss ich es nicht tun. So, und da kamen so viele Fragen schon rein. So, ja, also wenn du die Folge machst, kannst du bitte da und da und da drüber sprechen? Und super. Krass. Ich meine, klar, ich mache das gerne, aber ich will auch niemanden irgendwie mit meiner Vita nerven, denke ich dann immer. Aber der Knackpunkt ist, mir sagen das auch meine Studenten aus meinen Kursen, genau das ist das, was so inspirierend ist. Und das apropos Aufnahmeprüfung. Also ich habe in der Slowakei nie eine Aufnahmeprüfung probiert. Mhm. Also nach der Matura, nach den 4 Jahren, kann man schon irgendwo anders probieren, aber 2 Jahre hat man trotzdem noch zum Studieren. Okay. Bis zum Absolutorium. Dann ist man Disart-Titel. Da heißt nichts, aber das ist man dann. Und vor 4 Jahren hat das was geheißen, weil es keine richtige Hochschule gab in der Slowakei. Also das war quasi das Höchste, was du in Musik, aber jetzt gibt es halt normale Hochschule. Hochschulen. Deswegen ist das so ein Überbleibsel von der Vorzeit. Und ich war ja halt nur probieren mit 17 oder 18, nur probieren zum Koffler in Salzburg. Da waren 50 Leute, habe ich zum ersten Mal im Leben gesehen, wie es das so bei so einer Aufnahmeprüfung ausschaut und so. Der spielt, der hat das gewonnen, der kann so spielen, was ist das denn? Also einfach so, wie beim Probespiel, ähnlich, nur halt, man hat noch weniger Erfahrung. Da habe ich gespielt, man holt sich Feedback, also nicht aufgenommen, Feedback, und das war so ein positiver Feedback, dass man so, es hat Sinn gemacht, dorthin zu gehen, auch wenn ich das gar nicht gekriegt habe. Und das war noch gar nicht so stressig, weil ich eh noch diese 2 Jahre habe. Ja, das war immer so, ich habe diese Puffer, ich habe ein Jahr und in dem Alter, was heißt das? Und dann habe ich, und in dem gleichen Jahr habe ich auch in Wien probiert und ich würde nicht aufgenommen. Du musst noch üben. Okay, also es ist nicht hoffnungslos, aber du musst noch üben. Und ein Jahr später war ich frisch verliebt und ich bin Vitaskova mit V und es war alphabetisch und da waren 2 Zimmer volle Flötisten. Und alle haben die geübt wie verrückt, alle Mozart, alles. Also es war wirklich mühsam. Aber ich war irgendwie frisch verliebt, ich wollte nach Wien. Und ich war da und ich bin gerade angekommen, einmal F-Dur durchgespielt. Und dann wollten sie irgendeine Buchstabe G, hey, G, gesucht, in beiden Zimmern nicht. Und den Schmeißer, der hat mich halt schon gekannt von dem. Und dann, Veronika, komm du, schnell, komm rein, ne? So in das Zimmer. Ich habe nicht Zeit gehabt, Stress zu haben. Ich bin reingekommen und die zweite Sache, die passiert ist, da ist die Korrepetitorin und ich spiele ein Mozart und du musst sagen, G-Dur oder D-Dur. Und ich habe halt mit meiner Nuscheltechnik etwas gesagt und sie hat den falschen Mozart-Konzert verstanden. Hat sie quasi den Anfang von dem anderen, ich weiß nicht, also ich wollte G, aber sie hat D angefangen. Genau, ich wollte G und sie hat D angefangen. Und dann spielt sie und alle schauen ins Tablet und Handy und sie waren nur beim G, aber natürlich haben sie schon 40 Flötisten, also oder 15, 20 Flötisten gehört, also die Jury, also wenn man sich versetzt in die Jury. Sie spielt und ich setze nicht ein. An alle heben Kopf. Was ist, warum? Plötzlich was Spannendes passiert in dem Raum, jemand spielt nicht, wenn er spielen soll. Hat der Triller nicht angefangen und ich muss so nicht D-Dur, G-Dur. Alle lachen, entspannt. Und dann beginnt sie die Richtige und ich lache, das ist ja das Richtige. Und dann beginne ich mit einem Schritt nach vorne, tim, tam, taram, tam. Also einfach, es war einfach nur positiv und war ganz andere Stimmung. Und da komme ich zurück auf diese Energie und die Luft fließt. Ja. Das ist so ein Zusammenfall von Zufällen. Natürlich habe ich geübt wie verrückt für das, aber ich könnte trotzdem sehr geklemmt spielen und nervös, weil da sitzt der Solo von Vierharmonika und was weiß ich. Und deswegen wurde ich dann einstimmig aufgenommen. Aber das ist so ein Zusammenfall von vielen Sachen. Und ich glaube, die Leute, die dann viele Probespiele machen und sind da richtig routiniert, können sie das wahrscheinlich auch, kann dann so ein Glücksmoment kommen, wo sich alles richtig in der natürlich vorbereitet, plus das alles. Ja. Ja, aber ich warte nicht mehr auf so einen Moment. Seit einmal ist passiert, ich bin in Wien. Jetzt mache ich anders. Es ist so geil. Also ich bin gespannt, ob da vielleicht unter meinem Post, den ich dann mache, oder unter meinem Podcast irgendwie so ein paar Stories kommen von Leuten, die das dann erzählen können, irgendwelche Anekdoten, weil da kann, glaube ich, jeder irgendeine geile Story erzählen von seiner Aufnahmeprüfung oder von seinen Prüfungen, wenn man mehrere gemacht hat, dass man irgend so eine lustige Geschichte hatte oder auch irgendwas, was lehrreich war, wo man sagte, das passiert mir nicht nochmal. Ja, so das finde ich total spannend. Also das ist ja geil. Das ist so
so der Horror, ne? Ich habe damals Solokonzert G-Dur mit Orchester gespielt, hier in der Hochschule, also mit dem Hochschulorchester. Und dann, ich habe 2, 3 Tage davor die ganze Zeit geträumt, dass die anfangen mit D-Dur. Oh. Das war der Horror. Und ich habe wirklich dann da gestanden und meine Nervenstränge sind wie Stahl. Also ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich nicht so ein Nervositäts, so ein Duracell-Häschen bin vor Konzerten. Und dann stand ich aber da und ich dachte wirklich so, oh Gott, bitte hoffentlich. Fangen Sie das richtig an. Habe ich nicht falsch abgeschrieben? Nein! Falsches Konzert, bitte nicht! Nee, und aber das ist so der Horror, ich glaube. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst oder ob jetzt die zuhören, das mit Video dem kennen. Geiger. Ne? Nee, von der Pianistin, eine Spanierin, ich fällt mir der Name, Pires. Pires heißt sie, glaube ich, ist mittlerweile schon viel älter. Damals hat sie so ein Lunch-Konzert gegeben. Gibt es ein Video, wenn man das eingibt, falsches Mozart-Konzert oder, ne? Und die hatte einfach mit einem anderen Konzert gerechnet und die fangen an zu spielen und du siehst in ihrem Gesicht dieses Entsetzen, weil sie das zwar in der letzten Saison gespielt hatte, aber halt seitdem nicht mehr und dann steht sie da. Und das ist einfach so, mein Gott, der Horror für jeden Solisten, dass du da vorne stehst. Bei uns gibt es ja nur zwei. Ja, also die kennen wir eh beide, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, wenn du da, du stehst da, du bist gebucht worden, sag ich jetzt mal für G-Dur, du hast das geübt und dann kommst du hin und dann hat man irgendwie einen Tippfehler gehabt, so wie bei dir, so jetzt ein Sprachfehler so. Und dann kommt das falsche Konzert und denkst so. Aber bei dieser Situation, vielleicht wegen dem Stress oder so, es war so entspannend dann, es war so lustig. Also es war, weil es ist alles angespannt, sie spüren, wie die ganze Teilnehmerinnen da angespannt hin- und rausgehen und das hat einfach so gelockert. Und plötzlich war jeder dabei, jeder hat das Handy weg. Also nee, ich will nicht sagen, natürlich haben sie zugehört, auch mit... ja, na klar, ich weiß, das weiß ich gar nicht. Ich meine, ganz menschliche Element, dass man halt irgendwann so... Also, ich meine, nichts Böses. Natürlich haben sie alles zugehört. Aber dieser Moment, die so eine gute Stimmung ins Zimmer bringt, und das sind so dumme Momente, und kann über Leben entscheiden, dass ich jetzt da bin und nicht woanders. Ja, auf jeden Fall. Spannend. So, jetzt kommt meine letzte kleine kurze Fragen, kurze Antwortrunde. Die kennst du vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob Tee oder Kaffee, glaube ich, war da eine Frage. Kommt das auch, genau. Kannst du einfach sagen, was für dich jetzt eher zutrifft? Ja, Metall oder Holz? Ganzes Leben Metall und seit Corona ist ein bisschen mehr Holz. Aber so, wenn ich jetzt halt Querflöte, dann ist das noch immer Metall. Weil Gold oder Silber? Silber bin ich gewohnt, ist okay. Also, aber ich wäre jetzt nicht böse, wenn jemand sagt, du kannst ja nicht 14 Karat haben. Na? Also, da werde ich gar nicht beleidigt. Also, in dem Sinne. Nehme ich auch. Ja, und Kaffee oder Tee? Ich sollte Tee und ruhig, aber immer wieder kommt dann Kaffee und dann versuche ich koffeinfrei. Also. Team Kaffee. Ja, sehr, sehr gut. Ich reduziere es auch immer wieder und faste das auch eine Zeit lang dann, weil ich wirklich bin absoluter Kaffee-Junkie. Ist nicht gesund. Also je nach Person, aber dann brauchst du 5, damit du wach bleibst und das ist nicht dann. Gut. Das ist nicht gut, hast du recht. Ich muss halt wirklich mich in Ruhe halten. Veronika, ich danke dir für dieses unfassbar spannende Gespräch. Ich bin einfach so dankbar, dass ich das mache. Also wirklich, ich freue mich, dass ich jetzt so ganz unterschiedliche Leute, Persönlichkeiten, Marken, wirklich so in den Podcast holen kann, wo ich merke, das inspiriert vielleicht irgendwen da draußen jetzt mal eine irische Flöte auszuprobieren. Weißt du, unbedingt. Also, das ist einfach schön, auch für die Schüler. Einfach was anderes in die Hand. Ja, einfach auch mal aus seiner Box raus. Deswegen mache ich das. Weil ich habe damit kein Problem, über meinen Tellerrand rauszugucken. Aber ich kenne halt viele Menschen, die sind so in ihrem Hamsterrad und in ihrem Scheuklappen auf. Und da finde ich das so spannend, wenn man dann so ein Gespräch hört, wie jetzt mit dir oder auch mit der Isabel. Das war auch cool, ja. Einfach so mal einen ganz anderen Musikeralltag zu hören, Flötistenalltag und zu denken, gibt noch was anderes außer Verdi-Opern. ich überspitze das immer. Die Leute denken, glaube ich, jetzt irgendwie, ich mag kein Klassik. Also im Gegenteil, aber. Nein, das hat damit nichts zu tun. Man liebt halt alles. Ja. Ich danke für die Einladung, weil ich meine, ich habe da, sie macht erste mit Birgit, das ist ja meine Professorin gewesen und dann bin ich da und wenn sie das dann hört, liebe Grüße. Also, wenn du bis hier geblieben bist, Birgit. Weil sie kennt mich ja gut und sie weiß, dass ich da sehr gerne
Also wenn ich etwas nicht machen muss, dann bin ich so, mache immer das, was mich sehr interessiert. Und irgendwie jetzt ist Ja. die Zeit dafür da. Und auf jeden Fall war unglaubliche Leute hast du da gehabt und sicher haben wir es. Und ich fühle mich sehr geehrt und habe mir gedacht, was werde ich da erzählen, weil ich bin jetzt nicht. Aber das ist ja die Pointe, dass du da halt die Alles, was ganze so geht. Spektrum. Ja, ich bin auch gespannt. Also die erste Staffel wird auf jeden Fall, was die Interviews angeht, schon sehr, sehr spannend und unterschiedlich. Und aber das wollte ich auch so, ne? Also bis zum Sommer mache ich das jetzt. Dann mache ich erstmal eine Sommerpause und dann gucke ich nach dem Sommer, mache ich eine zweite Staffel. Aber ich merke jetzt schon, da sind, du bist jetzt die, überlegen, doch, das fünfte Interview, was ich führe. Und die sind alle so unterschiedlich, aber auf positivster Ebene unterschiedlich. Und da, genau das wollte ich ja. Also ich wollte einfach, dass da ganz unterschiedliche Flötisten aneinander kommen und man sich einfach mal aus seiner Box bewegt. Und ich glaube, Und es gibt nicht im deutschsprachigen Raum sowas. Also nein, es gibt nein. The Flute View, ich glaube, Ja, von auf Trevor James Englisch. aus machen sie das auf Englisch. Ja, Aber genau. das ist eigentlich ein Riesenraum für deutschsprachige Flötisten. Das ist Ja. ja, oder auch die Ja, eingeösterreichischte. deutschsprachig. Ich sage mal für den deutschsprachigen Raum. Ne? Also natürlich hätte ich wahnsinnig gerne so Leute wie Peter Lukas Graf. Ja? Also ich meine, das wäre natürlich der Oberknaller, wenn der noch so lange lebt und mit mir Musst du noch ein dich Interview beeilen, macht. was ich sage? Muss ich mich beeilen? Weil ist ja wirklich schon alt, ja. Und natürlich werde ich auch vielleicht das ein oder andere Interview mit jemandem aus dem internationalen Raum machen auf Englisch. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber prinzipiell soll es einfach genau das, es soll im deutschsprachigen Raum. Maria hat das so schön gesagt, ja, man sollte das alles auch mal auf Deutsch erklären, weil es gibt es halt nicht irgendwie diese Bandbreite. Es gibt natürlich viele auf Instagram, wie uns, ja, die da irgendwie ihre, ich sag mal, ihren Ding machen. Aber das ist Aber auch so eine Sache, das kommst du meistens so zufällig drauf, weil jemand ja, halt was genau. geteilt hat, er was geteilt hat. Also das sind auch alle kleine Nischen und schön, dass man das irgendwo so zusammenfasst und dann kann ich scrollen durch die Podcasts und so. Genau. Die Dann Isabel kann. habe ich nie von ihr gehört davor und jetzt habe ich halt das ganze Konzert, was sie auf YouTube hat, über 1,5 Stunden mir Hammer. angehört. Das Ja, ist sie einfach, ist genial. Sie ja, ist und das habe ich eine gar nicht geniale gekannt vorher. Musikerin, ja. Und deswegen, das ist genau das, wo ich denke, da lernt man was Neues kennen, man lernt neue Menschen kennen. Für mich ist es der Oberwahnsinn, weil ich liebe es ja zu connecten und Netzwerk zu betreiben. Also nicht nur, weil ich denke, dass ich da was von habe später, sondern weil ich das einfach geil finde, mit Leuten mich auch mal auf dieser Ebene zu unterhalten. Und ich meine, das ist auch was, was jetzt in Corona durchkam. Mit Zoom geht das halt. Ja, und vorher habe ich nicht gewusst, was Zoom ist, ne? Also. Ich habe das schon benutzt gehabt vorher, mal ein paar Mal, so für so ein paar Meetings habe ich das schon mal gehabt. Ich habe auch schon mal Online-Unterricht gegeben, bevor das losging, aber halt ganz wenig. Und wenn ich mir überlege heute, ich kann Leute auf der ganzen Welt interviewen, theoretisch, und kann das hier aus meiner Kabine machen. Du sitzt jetzt bei dir in deinem Wohnzimmer oder in deinem Raum und wir können quatschen und das können die ganze Welt sich ganz, oder in Umfangfall jetzt der deutschsprachige Raum kann sich das anhören. Jeder, der Deutsch lernen will und so. Wer Deutsch lernen will, genau. Ich finde es super spannend. Also ich werde alles verlinken von dir, deinen Insta-Kanal und du kannst mir noch deine, du hast jetzt auch eine Website, ne, seit kurzem? Sie ist noch nicht Noch online. nicht online, okay. Aber das wird auf der Insta dann, das wird überall Okay, gesagt dann. sonst schick mir die, wenn sie dann online ist, ich kann das ja auch im Nachtrag immer noch einfügen, also wenn man eine Website dann noch hat. Ansonsten Insta und, ne, und wenn jetzt jemand sich mit dir verbinden will, dann ich vermute über Instagram wahrscheinlich der Oder beste Weg. YouTube oder Facebook geht YouTube. auch. Ah, siehst du. Also. Okay, dann ich verlinke alles unten. Und ja, ich wünsche euch jetzt, die zugehört haben, eine wundervolle Woche. Wie immer, nächsten Mittwoch gibt es eine Solo-Folge. Ich weiß noch nicht zu was. Auch da mache ich das aus dem Bauch heraus. Ich habe hier tatsächlich über 80 Themen, die ich schon aufgeschrieben habe. Also ich habe genug Material für die nächsten 5 Jahre gefühlt für Solo-Folgen. Perfekt. Also es wird nicht daran mängeln. Ich weiß nur immer nicht genau, worüber ich in der nächsten Woche rede. Deswegen teaser ich hier auch nie was an. Aber es wird eine Solo-Folge geben und freut euch dann auf jeden Fall auf das nächste Interview. Und Veronika, vielen Dank, dass du im Podcast warst und Ich euch. danke für die Einladung sehr und dass wir uns so mindestens kennen. Irgendwann sehen wir uns live sicher. Auf Also. jeden Fall. Ich komme wieder nach Wien. Dann euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Thank you.